Herzlich willkommen jetzt zu einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal hier heute. Ja, zu einer weiteren Life of a Trader-Folge. Ich nehme euch diese Woche wieder mit durch eine komplette Woche von mir. Ich werde wieder jeden Trade zeigen. Alles, was ich so mache, wir werden zusammen die Charts analysieren und so weiter. Ich werde euch ganz genau zeigen, wie ich zu den Trades komme und Einblick sozusagen in mein Trading-System und hier natürlich auch in mein Leben geben. Die letzten zwei Wochen habe ich es leider nicht geschafft. Wir haben immer nur Wochenupdates sozusagen rausgebracht. Ich einiges zu tun hatte, viele Termine hatte, aber diese Woche bekommen wir es auf jeden Fall wieder hin. Also was heißt die komplette Woche, weil heute ist schon Dienstag. Also gestern Montag habe ich nichts weiter gefilmt. Also sozusagen, wir starten heute sozusagen ab Dienstag. Ich habe gestern aber schon einen Trade aufgemacht, da gehen wir auf jeden Fall gleich drauf ein. Auf jeden Fall heute, geiles Wetter, es ist heute tatsächlich, ja, einige haben es auf Instagram wahrscheinlich mitbekommen, mein letzter Tag hier in Europa, morgen fliege ich endlich wieder zurück nach Hause. Boah, ich freue mich so und kann jetzt hier schon einfach ein bisschen Sonne tanken. Ich weiß nicht, warum Europa mir jetzt nochmal so einen letzten schönen Tag hier beschert. Ich weiß nicht, ob es mich noch überzeugen will, länger zu bleiben oder keine Ahnung was, aber ich wirklich, als ob ich schon zu Hause wäre. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber keine Wolke. Was ist das? Wunderschön. Ich sitze jetzt hier gerade entspannt draußen mit meinem Laptop. Ich weiß, was jetzt ist. Es ist aktuell 11.18 Uhr. Im Gym war ich heute schon vorhin. Das heißt, Sport ist auf jeden Fall schon erledigt. Ich werde nachher nur noch Koffer packen. Beziehungsweise Koffer ist größtenteils auch schon. Also, ich habe zumindest alles reingehauen. Ich muss nachher bloß noch mal wiegen und das ein bisschen sortieren und schauen, was ich mit ins Handgepäck nehme, was ich im Koffer lasse. Ansonsten, wenn wir mal kurz in die Charts gehen, ich weiß nicht, ich kurz die Kamera, dass man das, ob man jetzt hier überhaupt irgendwas sieht, ja, ich glaube, ein bisschen was erkennt man auf jeden Fall. Also ich habe gestern, bin ich einen Long eingegangen. Also hier ist erstmal meine Watchlist für den aktuellen Tag. Ich hoffe, man sieht das, ansonsten muss ich wirklich gleich nochmal kurz reingehen. Aktuell sozusagen hier, ich gehe mal kurz hier auf 4-Stunden-Basis, wo wir es eigentlich auch immer aktualisieren, einen Long im S&P 500. Also ja, werden sich wahrscheinlich einige denken, nach der gestrigen Bewegung, nachdem jetzt jeder, gestern hieß Black Monday und was weiß ich nicht alles, jetzt kommt der Crash und dies und jenes, werden sich sehr viele wahrscheinlich denken, ja, bist du wahnsinnig, was gehst du da jetzt so einfach so long rein? Aber ja, ihr kennt mich ja genau aus dem Grund, ich handle gerne gegen den Mainstream, gegen die News und gegen das, was halt ja, der Großteil, sage ich mal, immer glaubt. Ich meine, ich kann damit falsch liegen, klar, kann jetzt trotzdem hier erstmal eine größere Korrektur kommen, ein größerer Abwärtsmove kommen. Aber für mich haben halt einfach ein paar Zeichen gestimmt oder ein paar Zeichen für mich gepasst in meinem Puzzle, warum ich mich halt hier dazu entschieden habe, sozusagen den Long zu öffnen. Also alleine, wie gesagt, worauf ich jetzt schon eingegangen bin, ich habe es hier auch eigentlich aufgemacht. Genau, wenn wir uns hier mal im US 500 das aktuelle Sentiment anschauen, sind halt, ja, gefühlt alle gerade einfach short. Alle wollen das Ding jetzt nach dieser langen Bewegung endlich short sehen, hier mal einen größeren Down-Move sehen. Und gerade jetzt, nachdem es halt gestern auch im Mainstream war, jeder gefühlt darüber ein Video gemacht hat und sonst was, weiß es jetzt halt auch wirklich jeder, dass es jetzt verkaufen heißt, so mehr oder weniger. Und damit habe ich halt in der Vergangenheit, ja, meine Erfahrung, sage ich mal, gemacht, beziehungsweise das auch so in meinem System gebacktestet, dass es dann halt sehr, sehr oft nochmal heißt, dass wir zumindest nochmal einen kleinen Move bekommen, um diese ganzen Leute, die jetzt short denken, nochmal rauszuhauen. Es muss jetzt nicht ein neues All-Time-High sein oder ein neues All-Time-High werden. Ja, was wir sehen, reicht ja auch bis irgendwo hier oben hin, in das, wenn ich hier näher rangehe, sieht man es, glaube ich, besser, bis auf das Level irgendwie. Zudem auch sowieso von in der US-Wirtschaft, wenn wir uns hier einfach mal den GDP angucken, sieht es da gar nicht so schlecht aus mit dem Bruttoinlandsprodukt hier, der Amerikaner. Weil haben wir auf jeden Fall jetzt die letzten Male hier deutlich den Forecast übertroffen. Auch jetzt hier zuletzt, kam jetzt ja hier im Juli 25, kam der letzte raus, sind jetzt hier tatsächlich 0,8% höher als der Forecast gewesen. Also extrem, extrem gut. Ich muss hier oben bloß mal dieses Fenster zumachen und das ja auch. Genau das auf jeden Fall. Dann zudem natürlich auch, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal besprochen, die Inflationsdaten hier. Kommen wir jetzt erstmal wieder raus, Mitte August, am 14.08. kommen die nächsten Inflationsdaten. Aber wenn wir uns einfach natürlich an den letzten Inflationsdaten orientieren, haben die jedes Mal den Forecast sozusagen verfehlt oder beziehungsweise sind weiter gesunken, als eigentlich der Forecast vorher gesagt hat, was natürlich für die Wirtschaft extrem, extrem gut ist, weil das natürlich auf eine lockere Zinspolitik hindeuten kann. Damit natürlich einfacher wird, für Unternehmen Kredite zu nehmen und so weiter und so weiter. Das heißt, in meinem aktuellen System, in meinem Directional Bias, ihr wisst ja, ich beziehe da einige Fundamentaldaten mit ein, Sentiment, Saisonalitäten, den Trend,
die COT-Taten und anhand dessen bewerte ich sozusagen, ihr habt davon meine Watchlist gesehen, welches Asset sozusagen auf meine Watchlist kommt und welches halt nicht. Weil am Ende, ich schaue mir das halt, ich habe einen ganz systematischen Prozess dafür, ich schaue mir diese ganzen Werte an, diese verschiedenen Wirtschaftsdaten, die Inflationsdaten. Wie gesagt, das Bruttoinlandsprodukt der verschiedenen Länder bzw. der zugehörigen Währung und so weiter, je nachdem, was ich mir halt anschaue. Und diese ganzen Daten und rechne die halt sozusagen nach meiner Formel zusammen und komme halt am Ende auf sozusagen einen Wert. Und umso positiver dieser Wert ist, desto positiver, desto longer, sage ich einmal, bin ich sozusagen in diesem Asset gestimmt. Desto negativer der Wert ist, desto shorter bin ich in diesem Asset gestimmt. Und das ist sozusagen mein Directional Bias, in die Richtung ich dann sozusagen handle. Aber das natürlich dann nicht mit Fundamentaldaten, sondern das Timing, also den Einstieg, den Ausstieg, das Management und so weiter, mache ich halt rein auf technischer Basis, ganz einfach nach halt meinen Zonen und nach meinen Einstiegssignalen. Und zudem, wenn wir auch, ich schaue mir auch sehr, sehr gerne einfach mal hier, da gibt es so verschiedene Seiten, da kann man offiziellen Forecast sozusagen der Interest Rate, also der Zinsraten sozusagen sehen. Und ist ja zudem auch sehr positiv, wenn man halt sieht, dass jetzt auf jeden Fall die nächsten Quartale, die nächsten Monaten hier der Forecast, wir sind jetzt aktuell hier irgendwo, dass der Forecast hier auf jeden Fall fallend ist. So, dass das, ich weiß nicht, sieht man es? Ich sehe nicht, ob ich hier die richtige. Ja, man sieht es auf jeden Fall einigermaßen. Sorry für die Verhältnisse. Aber die Sonne scheint sehr. Ich könnte auch da drüben in den Schatten gehen, aber ich glaube, es geht irgendwie. Genau, und das werte ich natürlich dann. Das ist auch ein Faktor. Ich glaube, den habe ich so auch noch nie geteilt hier, den ich mit in meine Bewertung einziehe, in meine Directional Bias, dass ich mir mal halt je nachdem, was für ein Asset ich mir anschaue. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt logischerweise den S&P 500 an. Das heißt, wir schauen uns logischerweise den Forecast hier zu den United States an, der Zinsraten. Und dass das dann natürlich ich für diesen Indiz fallende Zinsraten logisch positiv werte, zumindest nicht logisch, manche machen das auch anders, jeder hat da seine eigene Herangehensweise, aber es ist sozusagen die Herangehensweise, die ich mit diesem Trading-System, was ich jetzt hier seit Wochen mit euch teile, sozusagen fahre. So, und das sind sozusagen, ich glaube, so mehr oder weniger die vier größten Treiber für meinen Long plus noch zwei weitere, auf die wir gerne auch noch eingehen. Zum einen, das muss ich hier ganz kurz nebenher öffnen, haben wir hier einmal, wisst ihr, unsere 92 gebracht. Also einmal unseren Seasonal Pattern Decoder, den hier, und einmal unseren Big Money Decoder, also wo man sozusagen ganz genau sehen kann, wie aktuell die Banken, Institutionen und so weiter, Hedgefonds, ihre Positionen hier entweder aufbauen oder abbauen. Kann man ganz genau sehen auf der CFTC. Wer das Video nicht gesehen hat, ich verlinke es einmal unten in der Beschreibung, beziehungsweise gerne einfach auf unserem Kanal gucken. Haben wir mehrere Videos zugemacht zu unserem Big Money Decoder, weil das kann man auf der offiziellen Seite von der CFTC wirklich einsehen, wie die ganzen Big Player ihre Positionen aufbauen, beziehungsweise abbauen, oder beziehungsweise im Gesamten, wie viele Positionen sie überhaupt aufbauen. Und zudem unseren Seasonal Pattern Decoder, wo wir uns ganz einfach Saisonalitäten sozusagen decoden können. So, wenn wir da einfach mal reingehen in den Futures vom S&P, da schaue ich mir das immer lieber an. Hier, das ist genau der gleiche Chart, halt bloß, wie gesagt, Futures. Muss ich das hier bloß mal ein Stück zoomen. So. Wenn wir da einfach mal bei den Saisonalitäten anfangen, sehen wir jetzt auf jeden Fall hier im August, dass er hier eine Winrate über die letzten 10 Jahre von 60% gehabt hat. Also sozusagen deutlich positiv im August. Die letzten 6 von 10 Jahre ist er im August immer gestiegen und das durchschnittlich 0,3%. Ist jetzt nicht die Welt, ja, aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall eine positive Tendenz, jetzt einen Trade hier über den August sozusagen zu halten, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass wenn er jetzt nicht direkt weiter sweept, wenn er uns direkt sozusagen raushaut, der Hahn ist ja auf jeden Fall wieder am Eskalieren bei unserem Nachbarn, wenn er jetzt sozusagen weiter sweept, dann denke ich mal, wird es jetzt relativ schnell gehen, dass er uns jetzt hier wieder raushaut. Dann lagen wir halt falsch, dafür haben wir aber unseren Stop, dann ist es auch okay. Und dann bin ich, denke ich mal, auch wirklich mehr Short eingestellt oder mehr Short eingestimmt, wenn da nicht eine direkte Rejection hier sozusagen aus dem Low kommt. Genau, das ist die Saisonalität. Und dann, wenn wir uns hier im Big Money Decoder anschauen, die Large Speculators, also sozusagen hier die großen Marktteilnehmer, dann sehen wir auf jeden Fall, dass die jetzt hier in der letzten Woche, ich weiß nicht, ob man diese orange Linie sieht, oder beziehungsweise über die letzten Wochen hier ganz klar sehr große Positionen aufgebaut haben und investiert haben. Was natürlich hier diesem Trade auch extrem, extrem positiv in die Karten spielt. Daher, wie gesagt, ja, habe ich mich gestern dazu entschieden, hier sozusagen diesen Long zu machen. Hier unten an der Zone, als ich gesehen habe, dass er hier so krass von dieser Zone rejected wurde und dann hier über diese Zone geschlossen hat und in dieser Zone hier, die von hier drüben sozusagen von diesem Low ausgeht, habe ich gesagt, okay, los, wir zünden jetzt hier auf jeden Fall einen Long. Und zu dem, was ich mir auch gerade noch im Trading Journal angeschaut hatte, weil ich wusste, irgendwas hatte ich noch dokumentiert, was ich auch noch gesehen habe, hier auf jeden Fall die Staatsanleihen. Die schaue ich mir auch sehr, sehr gerne, seht das hier, bei den Indizes mit an. Sozusagen jetzt logischerweise, da wir einen Trade im S&P haben, die US-Staatsanleihen.
Und nehmen da immer sehr, sehr gerne als Maß, nicht einfach nur, klar, fallende Renditen hier aus diesen Staatsanleihen sind auf jeden Fall ein positives Zeichen für die Indizes, deutet auf jeden Fall auf fallende Zinsen hin, auf eine lockere Zinspolitik. Damit wird es, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, billiger für Unternehmen, Kredite zu tätigen, Investitionen zu machen und halt alles, sage ich mal, mehr oder weniger auszubauen. Müssen wir jetzt, das wird jetzt in den Rahmen springen, da im Detail drauf einzugehen. Aber ich nehme da immer sehr, sehr gerne ganz simpel, einfach auf Tagesbasis sozusagen den gleitenden Durchschnitt über die letzten 7 Tage und entscheide halt anhand dessen ganz einfach, ob er sozusagen die Staatsanleihen, die Rendite gerade drüber oder drunter ist, ob es sozusagen eher ein positives oder negatives Zeichen ist. Wir sehen jetzt hier, wir sind ganz klar unter dem EMA für die letzten 7 Tage, was jetzt hier ganz klar auch nochmal unserer Trade-Day hier im S&P auf jeden Fall in die Karten spielt, wie auch eigentlich schon mehr oder weniger. Das stimmt eigentlich immer mehr oder weniger mit dem Forecast überein. Also halt wirklich beides 100%, wenn man es nochmal vergleicht, übereinstimmt, ist es auf jeden Fall ein extrem positives Zeichen. Ansonsten, wenn ich hier nochmal kurz auf die 4-Stunden-Zeiteinheit gehe, auf den 4-Stunden-Chart gehe, gehen wir jetzt nicht die komplette Watchlist durch. Habe ich jetzt vorhin schon mehr oder weniger gemacht. Bloß ich habe mir hier noch ein Asset markiert, nämlich den euro-japanischen Yen, der für mich jetzt hier gerade noch in einem extrem spannenden Bereich ist. Auch alleine von den COT-Daten diese Woche her, wurde auf jeden Fall hier einiges im Euro abgezogen von den Big Playern und im japanischen Yen hier über die letzten Wochen, wenn man das sieht, hier die schwarze Linie ist ja sozusagen der japanische Yen, investiert. Was auf jeden Fall logischerweise für den euro-japanischen Yen ein absolutes Short-Signal ist, weil wenn der japanische Yen stärker wird, wird der Euro schwächer und damit fällt dieser Chart. So, und das heißt, wir sind hier in einer extrem spannenden Zone und haben hier vorhin, ich muss jetzt mal kurz gucken, sieht man das hier, haben wir vorhin fast eine Liquiditätskerze bekommen, aber leider nicht zu 100%. So, wenn wir jetzt in 4 Stunden unter diesem Trigger-Level hier schließen, dem hier, werde ich mich hier wahrscheinlich auch für einen Short entscheiden und sozusagen hier diese Woche unsere zweite Position aufmachen. Weiß ich aber noch nicht zu 100%. Müssen wir jetzt mal schauen, in 4 Stunden, wie gesagt, ist jetzt hier gerade mal 11.31 Uhr, es dauert auf jeden Fall jetzt hier noch 3 Stunden 28 Minuten, ja, bis sozusagen die nächste H4-Candle schließt, aber dann können wir auf jeden Fall nochmal schauen. Ich gucke mal, ob ich euch dann sagen heute ja nochmal ein Update gebe oder wie uns dann das Smoke. Jetzt war vorhin auf jeden Fall der Akku hier alle. Ich habe den jetzt hier kurz wieder ein bisschen aufgeladen. Wir sind vorhin auf jeden Fall stehen geblieben. Ich wollte wegen Morgen erzählen. Das Morgen eigentlich relativ entspannt ist. Also mein erster Flug geht um 9 nach Frankfurt, also Deutschland. Und von da aus habe ich dann einen Direktflug sozusagen nach Punta Cana. Da erinnert euch ja an die Session. Ich bin ja über New York sozusagen hier nach Europa gekommen. Und sozusagen bevor wir nach New York geflogen sind, haben wir in Punta Cana da bei einem guten Freund unser Auto untergestellt in der Garage. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall dann das Auto einsacken, morgen in aller Ruhe und werde dann morgen noch eine Nacht in Punta Cana bleiben, weil wisst ihr, ich wohne ziemlich weit vom Flughafen weg. Das sind fast 4 Stunden Fahrt in der Dominikanischen Republik bis zu mir nach Hause. Und da ich halt morgen erst da sozusagen, wenn ich glaube, der Flug in Frankfurt geht 14 Uhr oder sowas. Ich glaube 14 Uhr. Und das heißt, ich bin dann jetzt europäische Zeit, beziehungsweise deutsche Zeit, ist es dann glaube ich 0 Uhr oder sowas zu Hause und dann sozusagen in der karibischen Zeit bei mir ist es dann gegen 6 und so. Dann will ich halt nach so einem langen Flug, weil ich auch tagsüber, wenn wir tagsüber fliegen, wahrscheinlich weiter pennen kann, habe ich dann keinen Bock abends mehr im Dunkeln nach Hause zu fahren. Naja, bleibe ich dann immer gerne noch eine Nacht und da ich auch sowieso dann übermorgen sozusagen nochmal zu Ikea möchte, weil ich wahrscheinlich, wenn ich eine hübsche neue Couch finde, eine neue Couch kaufen will fürs Haus, will ich sowieso zu Ikea. Das hätte dann, ich weiß nicht, wie lange es auf mir da ist, wäre mir dann alles zu stressig, wenn ich halt morgen dann direkt nach Hause gefahren wäre. Gesagt, darum bleibe ich dann auf jeden Fall noch eine Nacht und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ansonsten, was, wenn wir nochmal kurz die Charts gehen, was ich am Anfang der Woche auch immer nochmal gerne mache, um sozusagen die jeweiligen Assets für meine Watchlist zu erstellen, also sozusagen das Directional Bias herauszufinden, ob ich eher Long oder Short diese Woche in diesen Assets positioniert bin, weil ihr wisst ja, habt ihr jetzt über die ganzen letzten Live-for-Trader-Folgen gesehen, wie krass dieses Directional Bias ist, was wir da entwickelt haben, so wie genau das ist, wie das stimmt, so wenn da wirklich was auf unserer Long-Liste ist und man halt wirklich einfach nur in diese Richtung handelt, was halt sozusagen diese Formel hergibt, dieses Directional Bias. Wenn du wirklich schon in die Richtung handelst, wenn es sozusagen long anzeigt, sage ich schon mal da weniger, oder sozusagen man diesen positiven Wert ausrechnet, wir haben ja keinen Algorithmus oder sonst was, sondern wir rechnen es halt alles selber aus, dann, und du halt wirklich in diese Richtung handelst, dann ist es halt wirklich schwer, schwer kein Geld zu verdienen. Es ist wirklich, dann muss schon sehr viel falsch machen, wenn man dann da nicht langfristig Geld verdient. Klar, das heißt nicht, dass du dann da eine 100%ige Trefferquote hast,
logisch. Aber Long-Term, wenn du einfach nur Long-Term dann ganz normal stumpf nach deinem System, ohne irgendwelche Emotionen, sondern das einfach Einstiege in diese Richtung des Directional Bias suchst, wird es wirklich schwer, kein Geld zu verdienen und deine Challenge, sage ich mal, zu verhauen. Und wie gesagt, um dieses Directional Bias am Anfang der Woche noch weiter, sage ich mal, zu vertiefen und halt meine Assets zu suchen, die sozusagen spannend dafür sind, ist ein weiterer Parameter, den ich halt einziehe, ja, unser Haptic Big Money Decoder Index sozusagen. Das ist ja letzte Woche sozusagen, also jetzt, wo ich gerade das Video aufnehme, noch nicht, aber am Donnerstag wird wahrscheinlich dieses Video hoch online kommen auf YouTube. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt anschauen zu diesem Tool. Dieses Tool ist wahnsinnig, wahnsinnig krass. Also was man damit halt für eine Trefferquote haben kann und vor allem, wie zuverlässig man anhand dessen Trends, vor allem auch Wendepunkte, sage ich mal, identifizieren kann, ist halt wirklich teilweise sehr, sehr, sehr gruselig. Und dieses Tool schaue ich mir halt meist auch immer am Anfang der Woche dann einmal an, wenn sozusagen die COT-Daten der letzten Woche sozusagen veröffentlicht wurden, und schaue halt, okay, weil dieses Tool ist ja sozusagen ganz einfach ein Oszillator. Es schaut sich sozusagen im Verhältnis zu den letzten 6 Monaten an, wie die Big Player positioniert waren, und tut halt anhand dessen diese aktuelle Position einordnen, also sozusagen prozentual. Wenn wir sozusagen, wenn die Big Player gerade so long positioniert sind, wie sie es die letzten 6 Monate nicht waren, dann wird hier sozusagen, wir können ja ganz kurz auf den Chart gehen, dann wird hier sozusagen in diesem Indikator eine 100 angezeigt. So, sozusagen, wir sind jetzt hier aktuell zum Beispiel bei, ihr wisst ja immer, die orange Linie ist sozusagen immer, wenn wir jetzt in einem Währungspaar sind, für das erste Währungspaar, die schwarze Linie für das zweite, also für die, nicht für das zweite Währungspaar, sondern für das erste Asset, und die schwarze, wie gesagt, für das zweite Asset. So, wir sind jetzt hier aktuell sozusagen im Pound bei 82%. Wie gesagt, das haben wir letzte Woche in dem Video alles ganz genau erklärt. Schaut euch das unbedingt an, ich verlinke es euch auch nochmal unten zum sozusagen Haptic Big Money Index Decoder. Wie gesagt, den könnt ihr auch kostenlos bei uns downloaden. Den Link habe ich euch auch unten in der Beschreibung gepackt, wo ihr den bei uns anfordern könnt. Und wie gesagt, wir sind jetzt ja aktuell bei 82%, was nichts anderes heißt, dass das sozusagen jetzt aktuell sozusagen noch 18% an Position von der absoluten Long-Position der Big Player, die sie sozusagen über die letzten 6 Monate hatten, entfernt sind. So, jetzt hier unten im kanadischen Dollar sehen wir auf jeden Fall, sind die Big Player gerade so short, wie sie es die letzten 6 Monate nicht waren. Wir sind sozusagen bei absolut null. Wenn wir hier dazu unseren Big Money Decoder mal aufmachen, wo wir ganz genau sehen können, wie die Big Player sozusagen ja, positioniert sind, sehen wir auf jeden Fall ja sogar über mehr als die letzten 6 Monate. Wir sehen das hier ganz genau. Wir sind gerade wirklich so short, wie wir es wahrscheinlich jetzt, ja, keine Ahnung, wie lange nicht waren. Also sie haben ja auf jeden Fall extrem Position abgebaut, jetzt hier schon, ja, seit über einem Jahr. So, also sie waren es über ein Jahr lang so nicht so short, wie sie sozusagen gerade waren. Heißt, sind hier sozusagen absolut im Extrembereich, und sobald hier natürlich was, vor allem wenn beide Assets in dem gegenteiligen Extrembereich sind, ist das halt für mich spannend und fließt dann sozusagen da in die Bewertung mit rein, ob sie sozusagen hier für die Woche bzw. für den Tag mit auf meine Watchlist kommen oder nicht. Aber wie gesagt, jetzt hier im Pound kanadischen Dollar. Wenn wir das einmal halt durchgehen, wir können das ja erstmal wieder zumachen. Wir sehen, haben auf jeden Fall verstanden, wie es berechnet wird. Wie gesagt, im Video letzte Woche gehe ich ganz genau auf das Tool ein, wenn du es jetzt gerade immer noch nicht verstanden hast. Aber wir sehen jetzt ja hier ganz klar, dass wir auf jeden Fall im Pound, dass die Big Player gerade im Pound extrem long eingestellt sind im Verhältnis zu den letzten 6 Monaten. Wir sind ja über den 80%, ihr seht das hier im Extrembereich. Und also was sozusagen ja ein positives Zeichen für den Pound kanadischen Dollar ist. So, wir sind ja auch gerade in einer sehr, sehr spannenden Zone, by the way. Und im ja, kanadischen Dollar sozusagen sind sie gerade so short, wie sie es noch nie waren. So, das heißt, wenn sie den kanadischen Dollar sozusagen, ja, bärisch sehen, negativ sehen, dann ist das ja ein gutes Zeichen für den Pound. Und das heißt damit, wenn der kanadische Dollar sinkt, steigt der Pound zum kanadischen Dollar. Das heißt, es ist sozusagen ein positives Signal für dieses Währungspaar. So, das heißt sozusagen, dass das ein extrem bullisches Zeichen ist. Und das hat auch mit diesen ganzen anderen Daten, die wir uns noch angeschaut haben. Ich schaue mir natürlich auch das Sentiment an. Ich schaue mir natürlich auch dann jeweils von Großbritannien und von Kanada sozusagen das Bruttoinlandsprodukt. Und all diese Daten, die wir uns vorhin für den Trade im S&P angeschaut haben, fließt dann natürlich hier auch mit in die Bewertung rein, ob das jetzt sozusagen mit auf unsere Long-Seite kommt. Ihr seht das hier, das ist sozusagen die Long-Seite, und hier unten ist sozusagen die Short-Seite. Und das ist sozusagen das Asset, was hier wirklich auf Platz 1 ist. Das heißt, das Asset, ich bin in keinem anderen Asset hier aktuell so long eingestellt wie im Pound kanadischen Dollar. Stand zum heutigen Tag halt sozusagen. So, wenn sich jetzt hier auf jeden Fall ein Entry ergibt, wenn eine schöne Kerze sehen ja dazu, dann sehe ich mich auf jeden Fall long. Aber aktuell ist er hier sozusagen noch am Korrigieren. So, dann mache ich es halt ganz einfach, dass ich jetzt hier diese ganze Liste dann nochmal durchgehe und halt schaue, okay, wo haben wir jetzt hier sozusagen in unserem Big Money Decoder Index einen spannenden Bereich. Wie jetzt hier im Euro-Kanadischen Dollar sind wir jetzt hier
aktuell nicht spannend. Also wir haben ein extremes Shortsignal im kanadischen Dollar, das haben wir ja gerade schon im Pound-kanadischen Dollar gesehen. Aber im Euro sind die Big Player gerade auch sehr, sehr short eingestellt. Sie sind sozusagen bei beiden Bereichen im Short-Bereich. Und das ist dann sozusagen, ja, werte ich dann mehr oder weniger als neutral. So, das fließt dann halt nicht mehr in die Bewertung ein, das ist dann sozusagen ganz einfach null. Wenn jetzt sozusagen der Euro hier oben im Mittelbereich wäre, dann wäre das was anderes. So, dann wäre es eine minus 1 sozusagen, würde das dann mit einfließen bei mir in die Bewertung der Formel. Aber da ist halt, ja, mehr oder weniger jetzt hier beide Werte unten sind, gleicht sich das sozusagen aus und ist, ja, ist es sozusagen 0, minus, minus. Dann gucken wir mal hier um Gold, beziehungsweise Gold müssen wir in Futures gucken, den überspringen wir, den machen wir später gleich. Dann haben wir jetzt hier den Euro-US-Dollar. Wir wissen ja, hier im Euro sind sie aktuell sehr short im Extrembereich und im US-Dollar sind sie aktuell sehr, sehr long und hier oben auch im Extrembereich. Das heißt, im Euro ist das hier aktuell, wir können es jetzt euch mal kurz überlegen, was heißt das sozusagen, wenn sie im Euro absolut short sind, im US-Dollar sind sie absolut long gestimmt, was heißt das für den Euro-US-Dollar? Genau, es ist ein Short-Signal in dem Sinne, weil sie sehen ja den US-Dollar extrem stark und das heißt, wenn der US-Dollar zum Euro steigt, dann fällt ja der Euro-US-Dollar. Ist ja ganz, wir sehen ja immer, das müssen immer das Verhältnis sehen. So, und wenn Sie den Euro zu dessen auch schwach sehen, die erste Währung, dann fällt der Euro zum US-Dollar auch. So, das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein Extremsignal. Das heißt, daher extremes Schutzsignal, aber auch aufgrund dessen von sehr vielen anderen Parametern. Wie gesagt, ich baue das Directional Bias, wie gesagt, nicht nur auf den Daten, auf, der Euro-US-Dollar ist ja trotzdem auf der Long-Seite, trotz dessen sozusagen. Daher. Genau, da, aber das wird jetzt halt den Rahmen sprengen, wie gesagt, hier komplett auf alles einzugehen. Dann Pound-US-Dollar, hier auch nichts Spannendes, beide im Extrembereich oben. Dann US-Dollar, kanadischer Dollar, ist hier extrem spannend auch, weil US-Dollar, wie gesagt, haben wir gerade schon gesehen, extremer Long-Bereich und kanadischer Dollar hier extremer Short-Bereich. So, das heißt sozusagen extremes Long-Signal für den US-Dollar, kanadischer Dollar, darum ist er ja auch mit auf meiner Long-Liste, weil da noch viele andere Parameter hier gerade passen. Dann Pound, australischer Dollar. Ja, hier kein spannendes Signal, dann hier im S&P, sozusagen hier, wo wir unseren Trade offen haben. Auch sehr, sehr spannend, wir sind hier gerade an der Grenze, ihr seht das an der 80er Grenze, genau bei 80, sozusagen hier gerade so im Extrembereich. Auf jeden Fall hier auch mit in diese Trade-Idee von vorhin noch mit reingeflossen. Dann haben wir bloß nochmal den CFD, den können wir überspringen, die Bonds können wir auch überspringen. Den US-30 hier, auch extrem spannend, sind wir auch im Extrembereich, also für ein Long-Signal. Und dann gehen wir hier auf die Short-Seite über, dann australischer Dollar, japanischer Yen. Ja, das wäre jetzt hier halt so ein Ding, im japanischen Yen sind sie jetzt hier aktuell sehr, sehr, sehr long eingestellt. Sozusagen seht ihr das hier, australischer Dollar, japanischer Yen, das heißt sozusagen ein extremes Short-Signal für den australischen Dollar, japanischen Yen. So, und im australischen Dollar sind sie hier sozusagen neutral, sind jetzt hier um diese 50% roundabout, das heißt, das wäre jetzt nicht so ein ganz so starkes Signal, aber schon die Tendenz eher sozusagen für dieses Währungspaar für Short, weil sie halt den japanischen Yen hier aktuell extrem stark sind und darum ist der japanische Yen hier auch so gestiegen. Also ja, der australische Dollar zum japanischen Yen ist gefallen, aber wenn der Chart fällt, dann heißt das ja, dass der japanische Yen steigt. Wir müssen es immer im Verhältnis sehen. Dann Neuseeland-Dollar, japanische Yen, sehr starkes Short-Signal, seht ihr das hier? Schweizer Franken, japanische Yen, ja, auch sehr starkes Short-Signal, aber hier nicht im Extrembereich, im Schweizer Franken. Dann US-Dollar, Schweizer Franken, fast ein Extremsignal, aber noch nicht ganz, aber ist trotzdem, weil es ja eigentlich auch ein Long-Signal ist, auf meiner Short-Watch-List. Euro-japanische Yen sehen wir auch hier zu unserer Trade-Idee vorhin. Extrem spannend hier für einen Short, weil sie halt hier im US-Dollar, im japanischen Yen extrem long sind und hier im Euro extrem short. Wenn wir auf 4-Stunden-Basis gehen, sehen wir auch hier das Trigger-Level, was wir uns vorhin eingezeichnet haben, wo der Akku alle war. Sieht auf jeden Fall so aus, bis Stand jetzt, als ob wir es brechen und dann da eventuell einen Trade haben. Genau, weil dann müssen wir bloß wieder auf Tagesbasis gehen, weil der Indikator ist nur auf Tagesbasis hier zu verwenden. Dann der kanadische Dollar, Schweizer Franken, nichts spannendes, US-Dollar, japanische, nichts spannendes, beide im Extrembereich oben. Wie gesagt, neutralisiert sich. Und dann hier im kanadischen Dollar, japanische, auch wieder spannendes Short-Signal, also extrem short. Darum bin ich ja auch im kanadischen Dollar, japanische, ist ja ganz unten auf meiner Liste. Das heißt, ich bin in keinem anderen Asset so short eingestellt wie hier im kanadischen Dollar, japanischer Yen. Genau. Das sozusagen so viel dazu. Das mache ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne immer am Anfang der Woche. Ganz einfach, oder noch einmal die Woche, logisch, weil wir ja nur einmal die Woche die COD-Daten bekommen, sozusagen am Freitag zum Börsenschluss. Das mache ich meist übers Wochenende. Sonntag gehe ich das einmal ganz kurz durch. Und wie gesagt, lasse das dann in meine Bewertung immer mit einfließen für das Directional Bias. Und ja, das heißt, wir gucken jetzt auf jeden Fall mal im Euro-Japanischen Yen, ob wir da diesen Entry bekommen, je nachdem. Und ja, ich gebe euch dann auf jeden Fall später ein Update.
Auch hier, by the way, wo ich eigentlich nochmal drauf eingehen wollte, was ich gerade noch vergessen hatte, euch zu sagen, weil wo ich vorhin gerade darauf gewartet habe, dass die Kamera hier wieder ein bisschen Akku auflädt, habe ich nämlich gerade hier Nachrichten beantwortet von unseren Membern. Und ja, hier der Niklas, der hat mir vorhin eine richtig geile Voice nämlich geschickt, die wollte ich euch zeigen. Er hat hier gestern bei FTMO hier mit unserem Williams-Flow-System sauber die nächste Challenge hier durchgeballert. Das System ist, by the way, bei uns in der Free-Community. Das könnt ihr euch einfach da anschauen, den Live-Kurs. Haben wir das System sozusagen live gebaut. Der Link unten zur Community ist sozusagen ja unten in der Beschreibung. Und er hat mir heute früh auch eine richtig geile Nachricht geschickt, weil ich habe ihm jetzt gesagt, okay, Verification gehst du erstmal entspannt an, weil der letzte Woche hat er eine Verification verkackt, leider, weil er ja mit einer schlechten Phase des Systems gestartet ist. So, das passiert halt einfach, wenn man eine Lost Streak startet und da Pech hat. Ja, schwierige Sache. Und darum hatten wir gesagt, okay, er soll sich erstmal jetzt in der Verification, sozusagen in der zweiten Phase, einen kleinen Puffer aufbauen und dann soll er halt loslegen mit einem größeren Risk da Richtung Ziel zu traden. Und da hat er jetzt hier diese Voice geschickt. Ich hoffe, man hört das jetzt, wenn ich jetzt hier abspiele. Moin, Kreisi. Ja, genau. Also ich habe das jetzt auch so gemacht. Die ersten Trades habe ich jetzt mit halbem Risiko mitgenommen. Habe jetzt aber auch schon 2% Puffer aufgebaut. Also er hat auf jeden Fall, ich habe gesagt, geh mit einem kleineren Risk erstmal rein, bau den kleinen Puffer auf und dann legst du los. Und nehme die Trades dann jetzt mit 1% mit. Genau. Und es fühlt sich so viel besser an, einfach wirklich nur komplett fix haben. Und jetzt ist sozusagen das, was ich euch zeigen wollte, was er jetzt, seitdem er sozusagen bei uns ist, wirklich realisiert hat. Wie geil es halt wirklich ist, nach einem 100% systematischen, mechanischen System zu traden, sich endlich nicht mehr von diesen scheiß Emotionen leiten zu lassen, halt einfach ja, seinem System sozusagen zu vertrauen und überhaupt, dass man wirklich ein Vertrauen in sein System aufzubauen durch Backtesting-Daten. System zu traden, ne? Dann hat er hier auch ein ganz kurzes und Stück zurück. Ich trade dann jetzt mit 1% mit. Genau. Und es fühlt sich so viel besser an, einfach wirklich nur komplett fix nach System zu traden, ne? Das, weiß nicht, warum das immer so lange gedauert hat bei mir, aber irgendwie hatte ich da immer ein bisschen Probleme mit. Aber es fühlt sich einfach so viel besser an. weil man einfach so sich selber so viel Druck rausnimmt und einfach, das sag ich mal, ein bisschen ans System abgeben kann. Tausendmal besser einfach. Ansonsten, ja, mit Discord freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Genau, das ist ja nochmal zu dem anderen Projekt von uns. Das kann ich aber nur bestätigen. Ich sehe es ja selber bei mir, wenn man halt wirklich ein fest systematisches System hat, keinen Platz mehr für irgendwelche Emotionen oder sonst was hat. Trading wird halt so simpel, vor allem wenn man halt gerade anfängt oder Anfänger ist und noch nicht so viel Erfahrung am Markt hat, kann ich eben nur empfehlen, wirklich sich erstmal ja auf ein eher mechanisches System zu konzentrieren, das richtig zu backtesten, dadurch Vertrauen ins System aufzubauen, das System zu trainieren und dann wirkliche Daten zu haben, dass man halt wirklich ganz genau weiß, was ist normal für das System und was nicht. So, auch by the way, vorhin noch der Marco, mit dem habe ich hier noch geschrieben, mir auch nochmal kurz zeigen, der Marco ist wirklich gerade mal wir können das, warte mal, ich will bloß nicht den ganzen Chat hier zeigen, ich weiß nicht, ob er das will, wenn ich hier mal ganz hoch scrolle, genau, sehen wir es hier, ist er hier uns am 4.7. sozusagen beigetreten, dann gesagt, er hat hier schon angefangen, heute Mittag damals, am 4.7., so, wir haben jetzt aktuell den 6.8. und wenn ich jetzt hier mal ganz runter scrolle wieder im Chat, das war jetzt hier schon einiges, war ich wirklich sehr, sehr stolz auf den, es ist wirklich wahrscheinlich einer unserer schnellsten, wie sage ich das, Lerner hier, sage ich mal mehr oder weniger. Genau, hier war das dann. Sogar noch viel eher, das war sogar schon hier letzte Woche, hat er mir sozusagen hier am 31. Juli dann geschrieben. Guten Morgen, ich wollte mich mal melden und berichten, dass ich mit einem Higher Timeframe-Ansatz meine Verification bestanden habe und jetzt mein erstes 100k FTMO-Konto habe. Danke für die klasse Ausbildung, machst du also wirklich richtig, richtig geil. Auch dann hier auf jeden Fall nochmal Props an Marco. Innerhalb wirklich von einem Monat eigenes System gebaut, beziehungsweise nicht komplett eigenes, muss man ehrlich sein, hat er sozusagen das aus unseren Ansätzen, wie es die meisten Member bei uns machen, einfach abgeleitet, auf sich angepasst. Ja, hat dann auch hier nochmal die Verification sozusagen ja, durchgeschickt und ja, beziehungsweise das Zertifikat hier sozusagen durchgeschickt. Hatte ich ihn nochmal gefragt, ob er das teilen kann. Ob ich das teilen kann, genau, hat ihn gesagt, ich fliege zurück. Und dann hatte ich ihn auf jeden Fall nochmal gefragt, wie er sozusagen, oder was er sozusagen aktuell am Traden ist. Und er hat jetzt gesagt, ich schaue mir, also sozusagen, es ist sozusagen eine Ableitung hier von unserem Higher Timeframe System, was wir hier traden. Er hat sozusagen gesagt, ja, ich schaue mir im H4 oder D1 die Richtung mit euren Indikatoren, also sozusagen Big Money und Seasonal Pattern Decoder. Genau das, was wir jetzt hier auch machen, dann nutzt sozusagen hier unsere Decoder. Und gehe dann in H1, ist irgendwie meine Lieblingszeit dann halt, wie gesagt, das passt dann ja jeder genau auf sich an, genau das ist ja Trading. Nutze den Williams Flow als Einstieg, also auch wie der Niklas macht es auf einer kleineren Zeiteinheit, er macht sozusagen hier auf einer höheren Zeiteinheit, weil er, der Marco, lieber der Higher Timeframe Trader ist.
genauso wie im Williams-Flow-System, den TP nehme ich auf die Gegenseite erstmal mit und suche dann einen neuen Einstieg, sozusagen Gegenliquidität. Da hat man meistens einen CRV von 1,5 bis 3. Und letzte Woche hatte ich 7 Paare, insgesamt 18 Trades und über 18%. Da waren aber auch 2 Trades mit über 5 R und 4 R dabei. Das ist schon ungewöhnlich. Durchschnittliche Haltedauer sind so ca. 12 Stunden pro Trade. Aber gerade überlegen, nur noch 6 Hauptwährungen zu nehmen, da ist ja, ist das sozusagen jetzt hier Plan, das System sozusagen nochmal ein bisschen zu verbessern, ein bisschen auf sich anzupassen. Ja, aber da plane ich auf jeden Fall euch immer, vielleicht jetzt in Zukunft hier auch ein bisschen mehr zu zeigen von unseren Membern, was die so für Erfolge haben, weil ich halt mitbekommen habe, weil wir es ja immer bisher nur auf Instagram geteilt haben, dass das sehr, sehr viele Leute hier motiviert, das mal zu sehen, wie schnell man halt wirklich auf diese Art und Weise, auf diesem Weg vorankommt, weil die meisten natürlich denken, okay, eigenes System bauen, sich wirklich damit unabhängig machen, das wird sicherlich ein bisschen länger dauern und dies und jenes, aber es ist kompletter Bullshit, wenn man halt wirklich erstmal diese ganzen Muster und Bausteine am Anfang lernt, diese verinnerlicht und dann lernt, das zu verbinden und dann wirklich in diese Lage kommt, diese Fähigkeit lernt, eigene Systeme zu bauen und sich in jeder Marktlage, in jedem Markt, scheißegal wo, ein funktionierendes System aus dem Ärmel, sage ich mal, schütteln zu können, weil man halt einfach weiß, wie man Muster im Markt findet, dann diese Fähigkeit kann einem halt keiner mehr nehmen, weil die meisten lernen natürlich einfach nur immer ein einziges Trading-System zu traden. Klar, bist du damit auf irgendeine Art und Weise unabhängig vom Job, aber du bist nicht komplett unabhängig, zumindest aus unserer Sicht, weil die Märkte verändern sich halt ständig. Kein System funktioniert für immer und darum bist du halt aus unserer Sicht, wenn du nur die Fähigkeit hast, ein einziges Trading-System zu bauen, abhängig von diesem System. Du bist abhängig davon, dass dieses System funktioniert, weil wenn dieses System irgendwann nicht mehr funktioniert, bist du halt aufgeschmissen und kannst kein Geld mehr mit dem Trading verdienen. Und sich halt auf dieser Basis selbstständig im Trading zu machen und halt wirklich ein Business aus dem Trading zu machen, ist halt sehr, sehr schwer. Aber wenn du halt wirklich lernst, zudem zu traden, auch eigene Trading-Systeme zu bauen, also sozusagen diese Fähigkeit anzueignen, dann bist du halt aus unserer Sicht wirklich unabhängig, weil selbst wenn dein aktuelles Trading-System dann nicht mehr funktioniert, so wie du es dir vorstellst, kannst du dann einfach wieder in die Märkte gehen, die Märkte decoden, wie wir das so schön sagen, ein neues Muster finden und auf diesem Muster ein neues eigenes Trading-System bauen und damit halt wieder eine Challenge nach der anderen passen, weiter skalieren und halt logischerweise dein Fremdkapital weiter traden. So, dann bist du aus unserer Sicht wirklich unabhängig. So, und das ist ja das, worauf sich sozusagen unsere Member fokussieren. Und ich will da halt einfach einige Leute von euch motivieren. Daher können wir da sehr, sehr gerne in Zukunft häufiger auf sowas eingehen. Dann kann ich euch auch gerne auch immer mal so ein bisschen zeigen, was die Leute bei uns für Fragen haben und so weiter, wo sie Probleme haben, wie wir ihnen dann da helfen und so weiter. Das heißt, jetzt hier erstmal auf jeden Fall genug gelabert. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was zu tun, werde jetzt hier erstmal weitermachen und dann hören wir uns auf jeden Fall später. So, also meinen ersten Flug habe ich jetzt schon hinter mir, jetzt hier in Frankfurt und mein zweiter Flug jetzt direkt nach Punta Cana hat auf jeden Fall schon Verspätung. Ziemlich geil, also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal reinschaue, ich habe gerade noch irgendeine Aktualisierung bekommen. Ich glaube fast 1,5 Stunden, das heißt, ich habe jetzt hier über 4 Stunden noch Zeit. Ich habe mir jetzt erstmal noch einen Kaffee geholt, chill mich jetzt hier einfach hin mit meinem Laptop und werde einfach noch ein paar Fragen beantworten und dies und jenes mal schauen, was ich noch irgendwie machen kann von hier. Ansonsten, der Trade im S&P läuft soweit auf jeden Fall. Ja, kurz mal in den reinschauen. Es ist jetzt hier nicht viel passiert, da ist wie so eine kleine Struktur, einen kleinen Orderflow in unsere Richtung gebildet. Das sieht ja auf jeden Fall erstmal nicht so schlecht aus, aber ich bin heute früh aufgestanden und habe auch heute früh nicht nochmal die Charts geschaut. Ich bin heute früh direkt los, weil ich ziemlich früh raus bin. Das heißt, ich werde jetzt auch einfach nochmal ganz kurz durch die Charts gehen, gucken, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Und wenn, gebe ich euch auf jeden Fall nochmal ein Update. Auf jeden Fall mittlerweile hier Kaffee Nummer 2. Ich habe mich natürlich auch taktisch klug direkt an so einem Kaffee-Ding hier positioniert, dass ich nicht so weit laufen muss, weil ich müsste jedes Mal hier wieder mein Zeug zusammenpacken. Ich kann ja hier nichts stehen lassen, um mir dann den Kaffee zu holen. Da habe ich mir das schon hier taktisch gut aus, so die Position. Ansonsten habe ich jetzt hier auf jeden Fall die Charts einmal durchgecheckt. Bisher, wie gesagt, im S&P haben wir ja vorhin schon gesehen, das Ding ist auf jeden Fall so weit am Laufen. Schauen wir einfach mal, was kommt. Ansonsten ist jetzt hier wirklich das Spannendste aktuell der Euro, kanadischer Dollar, falls wir jetzt hier irgendwo eine Rejection bekommen oder hier an dieser unteren Zone, eins von beiden, könnte das spannend werden. Dann Euro-US-Dollar, auch sehr spannende Zone, aber gefällt mir nicht ganz so gut wie der Euro-kanadische Dollar, vor allem weil hier auch Positionen, wie wir das sehen, unten von den Big Playern abgebaut wurden letzte Woche. Dann habe ich mir jetzt hier noch markiert als
interessant, den Neuseeland-Dollar, Kanadisch-Dollar, auch sehr spannend, sind wir in einem sehr schönen Bereich, haben wir schon mal versucht, durch diese Zone durchzubrechen, ist nicht geschafft, und wenn wir jetzt aber hier durchbrechen sollten, beziehungsweise hier jetzt ein geiles Long-Signal bekommen, das würde ich mich auf jeden Fall long sehen. Das Einzige ist halt auch hier, dass hier in der Hauptwährung, also im Neuseeland-Dollar, leider Positionen abgezogen wurden, aber im kanadischen Dollar ebenso. Das heißt, es neutralisiert sich sozusagen und im kanadischen Dollar sogar viel mehr Positionen als hier im Neuseeland-Dollar. Das heißt sogar eher nochmal ein Stück eher in die positive Richtung, auch wenn, wie gesagt, in der Hauptwährung minimal Positionen abgebaut wurden, aber das muss erstmal nichts heißen. Daher ja, einfach mal schauen. Ich habe jetzt hier noch aktuell, ist jetzt um 12, bis mein Flieger hier geht. Das fokussiert einfach gar nicht. Ist ja sozusagen, boah, wann war es? Ich glaube 15 Uhr. Das heißt, ich habe noch 3 Stunden. Das heißt, ich könnte kurz vor dem Start die nächste Candle close in 3 Stunden, 12 Minuten. Das heißt, wenn wir noch irgendwo ein Signal bekommen können, könnte ich kurz vor dem Start nochmal, ich habe mir mein Tablet immer mit und hier schalte ich mich immer auf meinen V-Server sozusagen. Dann könnte ich sozusagen kurz vor Start da nochmal eine Position eröffnen. Aber schauen wir mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Wahrscheinlich noch einen Kaffee trinken. Und hoffen, dass die Zeit irgendwie rumgeht. So, jetzt hier auf jeden Fall angekommen, macht mich das glücklich, endlich wieder Palm, endlich wieder einfach die ganze Zeit schwitzen. Ich warte jetzt hier auf meinen Uber, einfach dieser geile Flughafen, einfach nur mit diesem Strohdach. Ja, ich bin jetzt hier rausgerusht, weil sonst sind wir hier an der Passkontrolle. Wenn du einmal da zu lange wartest und man wird halt mit sozusagen Bussen vom Flugzeug dann sozusagen zur Passkontrolle gefahren, und wenn man da einmal zu lange wartet, dann zu weit hinten ist und erst den zweiten oder dritten Bus kommt, dann ist es vorbei. Dann steht man da ganz hinten und dann kann man da keine Ahnung wie lange warten. Ja, und der Uber bringt mich jetzt sozusagen zu Freunden von mir, wo ich mein Auto untergestellt habe. Ist jetzt ca. eine Viertelstunde von hier weg. Ich werde mein Auto nehmen. Ich hoffe, dass es anspringt. Er hat zwar die Batterie geladen jetzt über Nacht, aber beziehungsweise jetzt über den Tag hinweg, aber mal sehen, ich stand jetzt eine ganze Weile und dann geht's zur Unterkunft, die ich ja jetzt hier sozusagen für eine Nacht noch habe und dann morgen endlich zurück. Aber das ist ja schon mal viel, hier zu sein. Wärme, Palm, morgen Sonne. Vielleicht gehe ich nachher nochmal zum Strand, weil das Haus, was ich jetzt für die Nacht habe, ist wirklich sehr nah am Strand. Ja, mal sehen. So, ich habe meinen Panzer auf jeden Fall zurück. Er ist auch direkt angesprungen. Auto ist einfach zuverlässig. Ich glaube, den kriegt man so schnell nicht tot. Ich habe es so vermisst, in dem rum zu cruisen. Du merkst hier keine, also ja gut, wenn man natürlich mit einer gewissen Geschwindigkeit eine Bodenwelle mitnimmt, merkt man das schon, aber der fährt sich halt einfach so smooth und ich liebe das, so hoch sitzen und so einen geilen Überblick zu haben. Ich hasse es jetzt halt bloß, dass es schon dunkel ist, weil die Scheiben sind halt sehr getönt. Hier an der Seite ist noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie ihr seht, man sieht gar nichts. Ich habe mir extra das für diesen Spiegel so rausgecuttet, dass ich, wenn ich mal im Dunkeln fahren muss, überhaupt was sehe. Aber das ist jetzt auf jeden Fall, ich muss jetzt hier rechts und jetzt hier, fokussiert das? Ja, gleich an der Unterkunft. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und wie gesagt, ich habe diesmal eine andere genommen als die ich sonst hatte. Jetzt habe ich so ein bisschen bereut, weil, boah, das ist natürlich hier im Dunkeln zu finden. Ist jetzt nicht so eine geile Nummer, aber ja, planmäßig sollten wir auch 3 Stunden eher ankommen. Ich weiß nicht, was die da in Frankfurt gemacht haben. Und ihr seht das auch mal. Das ist halt, boah, die blenden hier halt einfach nicht ab. Ne? Darum hätte ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo in Europa gewesen wäre, wo halt ja ein bisschen besser ausgebautere Straßen sind, dann hätte man jetzt natürlich noch nach Hause fahren können, die 4 Stunden. Ich meine, so müde wie ich dachte, bin ich gar nicht. Aber dadurch, wie gesagt, dadurch, dass die Straßen ja teilweise sehr unübersichtlich sind und dann hier auch dann, gut, hier ist jetzt alles ausgeleuchtet, aber halt auf den Landstraßen nichts groß ausgeleuchtet ist. Und dadurch, dass hier immer alles so blendet, ich weiß nicht, was die alle mit ihren Scheinwerfern machen, aber da sieht man halt teilweise wirklich gar nichts. Da habe ich echt keinen Bock drauf. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt sind es noch 800 Meter und dann links.
Punta Cana hatte ich euch ja schon in einem der Videos gezeigt hier. Finde ich absolut nicht schön, weil es besteht halt einfach nur aus Hotels. Man hat so ein paar schöne Ecken, ja. Aber ja, größtenteils einfach nur Hotels. Ihr seht das hier, ich sehe absolut gar nichts. So, meine Scheibe wurde mir gerade extra nochmal sauber gemacht. Aber ja, trotzdem absolut nichts. Da muss man also einfach sich so auf diesen rechten Rand konzentrieren und hoffen, dass es irgendwie passt. So sieht das hier aus. Also echt entspannt. Das ist ja wie so eine riesen Wohnanlage. Ich glaube, das sieht man jetzt im Dunkeln eh nicht. Hier der Panzer. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz klären, weil eigentlich soll das da mein Parkplatz sein. Also ich weiß eh nicht, ob der hier hingepasst hätte, aber da steht auf jeden Fall hier schon jemand. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach vielleicht den nutzen kann, aber ansonsten ist hier halt alles zugewiesen. Ansonsten stelle ich mich hier irgendwo an die Seite, aber ja, mal sehen, weil da hinten war ich auch gerade schon, da ist auch nichts weiter. Vielleicht sonst noch hier irgendwo. Ja. So, jetzt hier auf jeden Fall angekommen. Ich habe es gefunden. Habe auch noch einen Parkplatz gekriegt. Jetzt hier vorne hatten wir der Manuel, eine Security-Mann da, den anderen gegeben. Ja, aber ist ganz süß. Aber ich glaube, das nächste Mal nehme ich wieder meine Wohnung, die ich hier immer habe, wenn ich in der Nacht irgendwie in Punta Cana bleibe. Weil meist immer, wenn ich irgendjemand abhole, mich jemand besuchen kommt oder sonst was, kommen mal die meisten Leute in Punta Cana an, immer so spät wie ich. Das ist dann immer damit verbunden, dass man hier eine Nacht bleiben muss, weil wie gesagt, ja, wo mein Haus, wo ich halt wohne, ist 4 Stunden weg von hier vom Flughafen. Und das will man, wie gesagt, halt bei Nacht nicht fahren. Ansonsten ja, halt einfach nur so eine chillige Chill-Ecke. Also, es ist ja wirklich so typisch dominikanisch eingerichtet. Ich kann auch einfach die Kamera eindrehen. Kleine Chill-Ecke. Dann eine, ja, kleine Küche. Hinten noch Schlafzimmer. Das ist einfach so eine kranke Hitze hier drin. Ich weiß nicht, sie hat irgendwie hier ist noch das Bad. Hat hier die Klimaanlage angemacht, aber im Schlafzimmer nicht, weil es ist immer geil, wenn man halt hier ankommt, die erste Nacht, ist immer so ein bisschen dran gewöhnen aus Deutschland im Gesamten, wenn man irgendwo aus einem kälteren Land kommt, wo es halt nachts keine 27, 28 Grad hat wie hier, dann brauche ich zumindest, ist immer geil, wenn man die erste Nacht eine Klimaanlage hat, dass man irgendwie schlafen kann, mit dem Jetlag erstmal klarkommt und dann die nächste Nacht dann bei mir, morgen schlafe ich auch nicht mehr mit Klimaanlage, weil ich finde Klimaanlage ultra gay. Achso, ja, draußen habe ich halt hier noch sozusagen wie so einen kleinen Garten und so eine kleine Terrasse, hier ist auch ganz gemütlich. Sozusagen hier drüben noch eine Hängematte. Und dann hier eine Menge Palmen, da noch so eine Grillecke, aber ja, das kann ich jetzt hier eher alles nicht nutzen, weil für die eine Nacht, die ich hier bin. Aber ich kann euch das noch zeigen, ich habe wirklich hier, mal reingehen, ist gar nicht, boah, wo habe ich mein Handy hingetan? Kann ich euch das hier mal zeigen? Das ist halt wirklich nur eine, wo ist hier mein Maps, ich hatte es hier gerade noch offen, wenn ich hier ranzoome, ja, jetzt hat es hier geladen, wenn ich das mal drehe, das hier, ich bin hier, wenn ich ein Stück ranzoome, wirklich nur eine kleine Straße vor vom Meer entfernt und dann hier türkises Meer, also das ist halt schön, aber meine eine Wohnung, in der ich sonst bin, ist auch hier direkt um die Ecke, also das Airbnb war irgendwie auf Airbnb, ein bisschen anders positioniert, als ich mir das eigentlich dachte, aber naja, so wie das halt manchmal ist, aber ich sehe mich heute ehrlich nicht mehr am Meer, also morgen früh auf jeden Fall, aber boah, ich will jetzt noch, ich freue mich jetzt auf eine Dusche, weil ich bin jetzt in einer Stunde bin ich 24 Stunden wach, ja. In einer Stunde ist es um 6 jetzt in Europa, in Deutschland. Ich bin ja viel früher aufgestanden. Ich war nur um 6 in Richtung Flughafen. Ja, das heißt, ich bin jetzt schon über 24 Stunden wach. Boah. Also nicht so, dass ich das ab kann, aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal bei mir der Fall war. Weil ich bin eigentlich immer, ich achte sehr auf meinen Schlaf, dass ich immer genug Schlaf bekomme. Aber es ist auch gar nicht so schlecht, weil meist kann man dann natürlich hier mit der Zeitverschiebung dann immer nicht einpennen und diesen jenes. Und dadurch, dass ich jetzt so fertig bin und so lange wach bin, denke ich mal, oder hoffe ich mal, dass ich jetzt relativ schnell einpenne nach einer schönen Dusche. Ich denke, noch ein bisschen Stuff auspacken und dann geht's morgen weiter. Da wird morgen das erste Ziel auf jeden Fall. Erstmal, ich habe gesehen, hier vorne sind gleich Supermärkte, das ist natürlich geil. Aber ich glaube, Kaffee habe ich sogar, dann muss ich nicht mehr raus. Dann gibt es morgen früh einen Kaffee und dann wird das erste Ziel Ikea sein und dann nach Hause. So, good morning. Ich glaube, ihr könnt direkt erraten, was heute mein erster Weg war. Ich habe wirklich geschlafen wie ein Baby gestern. Ich bin sofort weg und konnte mich tatsächlich auch ausschlafen.
Ja, aber jetzt hier auf jeden Fall erstmal eine Runde am Strand. Ihr seht wieder im blauen Himmel. Schön Vitamin D tanken und ein paar Steps sammeln, weil ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, bis ich weitermache. Ich glaube, den Strand hier hatte ich euch ja sowieso schon mal gezeigt. Punta Cana ist jetzt halt wirklich nicht schön, ist nicht mein Favorite. Wie gesagt, hier ist halt alles mit Hotels voll. Da ist dieses Piratenschiff, da kann man irgendwelche Touren machen. Nach dahin wird es noch mal viel schlimmer mit den Booten. Allein das gefällt mir nicht, dass hier so viele Boote halt einfach im Wasser sind. Und ja, hier vorne gibt es noch mal so ein paar Restaurants, da können wir auch frühstücken. Aber ich werde, denke ich, heute nichts oder jetzt erstmal nichts frühstücken. Fast, sondern wenn ich aus dem Ikea rauskomme, weil hier neben dem Ikea ist so ein riesen Einkaufsmarkt. Da werde ich mir dann einfach eine Melone holen. Ich habe noch einen Haufen Nüsse, die hatte ich auf dem Flug mit. Eine Melone holen, Nüsse oder vielleicht noch eine Ananas, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall noch die Marete im Auto und werde dann einfach eine Melone löffeln. Und meine Nüsse, das reicht mir jetzt Mittag. Dann werden wir heute Abend, wenn ich zurück bin, irgendwas Geiles kochen. Oh, aber jetzt erstmal, oh, ist das so geil. Vor allem einfach auch schon so früh, du musst dir keine Gedanken machen, du gehst einfach oberkörperfrei raus. Es ist nicht kalt, es ist jeden Tag einfach konstant so die gleiche Temperatur. Nachts 26, 27, 28 Grad, tagsüber so knapp über die 30. Nicht zu viel, nicht zu wenig, es ist einfach, boah. Und das Wasser ist halt, dadurch, dass es sich natürlich schon so lange aufgeheizt hat, ist natürlich wie eine Badewanne. Ich habe keine Ahnung, wo Wassertemperatur ist, aber ich schätze auch mal so zwischen 26 und 28 sowas. Ja. Punta Cana hat ja auch, by the way, so ein richtiges Seegrasproblem. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da hinten hat es irgendwo so ein Traktor. Ich glaube, das sieht man ein bisschen. Aber meine Haare sind auch schon wieder komplett im Arsch. Ich habe es mir extra vorhin gerade gemacht. Naja. Weil ja, darum sind ja auch überall diese das sieht diese Barrieren, in der Hoffnung, dass das Seegras hier nicht angespült wird, aber ihr seht, dass hier dieses Seegras wird halt trotzdem angespült. Und das macht dann halt hier dieses schöne Bild, ja, natürlich ein bisschen kaputt von diesen ganzen Hotels hier, von den ganzen Gästen. Ja, dann versuchen die das dann einzusammeln, dann sieht es so aus. Finde ich jetzt auch nicht wirklich hübsch, aber naja, es gibt auf jeden Fall Hotels, wo das nicht so schlimm ist. Ein Stück weiter hinten, das hatte ich euch auch schon mal in einem anderen Video gesagt, muss man halt schauen, beziehungsweise kann man sich auch vorher mal schlau machen, wenn man hier ein Hotel will. Wie gesagt, wenn ihr einfach Karibik wollt, Hotel wollt, all inclusive wollt, so einfach Bein hochlegen, abschalten, sich um nichts kümmern müssen, dann ist Punta Cana hier euer perfekter Ort, weil die Strände dafür, absolute Traumstrände. Jetzt hier ist so dieses, ja nicht gerade, ich würde sagen zum Ende hin und nach in die Richtung zum Ende hin sind glaube ich die schönsten Strände. Jetzt hier auch schon einiges ausprobiert, könnt ihr auch gerne unten in den Kommentaren schreiben. Dann könnt ihr das hier gerne machen, aber wenn ihr halt sagt, ihr wollt wirklich die Karibik kennenlernen, so wie die Einheimischen leben, so wie ich hier mehr oder weniger lebe, dann würde ich euch Punta Cana nicht empfehlen, weil es ist halt, wie gesagt, es besteht nur aus Hotels und wirklich viel von diesem geilen Leben und diesen geilen Menschen in der Karibik bekommt man ja nicht wirklich mit. Aber die beste Anlaufstelle, die ihr haben könnt, was mir halt gerade eingefallen ist, wenn ihr nach Punta Cana kommen wollt, wie gesagt, für Hotels und so weiter, dann auf jeden Fall die liebe Angela, bei der mich jetzt auch für die letzten Wochen, wo ich in Europa war, mein Auto unterstellen durfte in ihrer Garage, weil sie lebt hier, Punta Cana. Und hat auf jeden Fall auch einen eigenen YouTube-Kanal. Also ich würde euch einfach mal bitten, sie mal zu supporten. Ich verlinke den Account, den Kanal mal unten in der Beschreibung, einfach mal ein Abo da zu lassen. Schaut euch die letzten Videos mal an, lasst da mal ein Like da, lasst da mal einen Kommentar da. Ich kann den Account hier auch kurz mal aufmachen. Halt, YouTube. Hier seht ihr den Punta, ja, man sieht glaube ich einfach gar nichts, Punta Cana, all you can see, sie macht hier in Punta Cana über alles mögliche Videos, wie jetzt zum Beispiel auch Punta Cana, über die verschiedenen Hotels, wie halt sozusagen die Seegraslage ist, dann auch verschiedene Videos hier über das Auswandern, Haus bauen, die Braunlage, die Seegraslage, Leben der Dominikanischen Republik, über alle möglichen Dinge findet ihr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr überhaupt irgendwas seht, aber wie gesagt, ich verlinke den Account auf jeden Fall mal unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Hier sieht das jetzt so aus, wenn ich in die Wohnanlage zu diesem Haus reingehe. Es sind überall so kleine Restaurants. Hier ist auch so eine Pizzeria. Ich glaube, hier ist so ein Lokal, hier kannst du so frühstücken. Läuft auf jeden Fall gute Musik. Aber ich glaube ja nicht, dass die hier irgendwas ohne Zucker haben. Gut, Kaffee. Kaffee sieht gut aus. Die Musik ist auf jeden Fall gut. Und dann sind jetzt hier halt ein Haufen Häuser drin. Und unseres war jetzt hier gleich hier vorne. Da steht einfach Spider-Man. Ach, hier wäre auch nochmal ein Weg zum Strand. Ah,
perfekt. Oh, ein Kolibri. Ah, ich glaube, das ist doch einer, oder? Alter, als ob ich ihn so nah drauf bekomme. Sieht man das? Ich glaube, es ist einer. Es ist einer. Sieht man ihn? Da an dieser Blüte? Ja. Oh. Okay, krass. Krass. Gehen wir weiter vor. Also echt hübsche. Wenn es nicht in Punta Cana wäre. Weil dann hast du halt hier so, drüben so diese Mauern. Ich finde das überall so hässlich. Ich habe keine Ahnung. Und hier werden jetzt auch wieder die nächsten Blocks gebaut. So, das, ja. Wenn du dann halt hier, keine Ahnung, wie alt die Häuser sind. Ich schätze mal 5 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Da oben ist er, by the way, wieder. Und dann wird die halt sowas vor die Nase gezimmert. Ne? Solche riesigen Blocks hier, so eine Apartmenthäuser. Wie gesagt, das ist jetzt hier mein Haus, was ich jetzt hier habe. Und hast dann da einfach dadurch schon früh Schatten und keine Ahnung was. Hier laut und dann irgendwelche Touristen, Haufen Touristen hier, die hier noch laut machen oder keine Ahnung was. Würde ich absolut nicht fühlen. Dann gehst du jetzt hier nämlich so rein. Ich sag, hier ist so dieser kleine Garten. Also gefällt mir wirklich gut. Die Vögel gestern Abend waren ja auch wieder sehr geil, wie ich das vermisst habe. Diese Grillen und alles. Ja, das ist jetzt auch geil. Hier war noch dieser Grillbereich, hatte ich euch ja jetzt hier schon alles gezeigt. Aber ja, dadurch, dass die da natürlich bauen, abfuck, bin ich zum Glück nicht länger hier. So, also ich trinke jetzt hier in aller Ruhe noch meinen Kaffee und habe jetzt hier gerade nochmal die Charts aufgemacht. Perfekt, jetzt hier irgendwie. Ich muss erstmal diesen Modus wieder umstellen. So, genau, lese hier noch ein paar News. Hier die Charts, aber ihr hört das, glaube ich, hier drüben, das ist so ultra nervig, also ja, das hätten die ruhig mal in die Airbnb-Beschreibung schreiben können, dass das Ding hier direkt neben einer Baustelle ist, die keine Ahnung wie laut ist. Also ich bin, hab Glück, dass ich jetzt hier wirklich in einer halben Stunde einfach abhau, jetzt bloß noch kurz Charts checke, die Kaffeezeile trinke. Aber ja, wenn man hierher kommt, sich auf das Ganze auf seinen Karibikurlaub gefreut hat und dann hier, keine Ahnung, seine zwei Wochen Urlaub im Jahr verbringen will, keine Ahnung, wie viel für die Flüge bezahlt hat, weil die Flüge sind ja jetzt nicht gerade billig. Und wenn man jetzt ja in einem, ich sag mal, einem 9-to-5 arbeitet, ist das natürlich schon ein beträchtlicher Betrag. Und dann kommt man halt hierher, will seine Ruhe haben und ist dann hier neben dieser Baustelle. Ich glaube, das würden einige, also ich würde es absolut nicht feiern. Null, also es ist ja wirklich ultra laut. Aber wir lassen uns davon nicht stören. Auf jeden Fall, wenn wir ganz kurz in unsere Position reinschauen im S&P, ist jetzt hier nicht wirklich viel passiert. Er hat jetzt nochmal da einen Drawdown gegangen, hat diesen Orderflow mehr oder weniger gebrochen, bekommt jetzt hier nochmal einen Push, aber das ist, ja, muss auch nichts heißen. Es kann auch einfach nur heißen, dass er jetzt hier hochgeht, hier diese offene Position, diesen Orderblock zumacht und dann in unseren SL rast. So. Ihr wisst es halt einfach nicht, daher, wie ich das immer sage, philosophieren bringt hier nichts. Der Trade ist gesetzt, wir haben unseren Plan. Wenn er jetzt hier nochmal drüber brechen würde, würde ich dann auf jeden Fall auch auf Break-Even ziehen, weil er dann hier unten jetzt soweit alles abgearbeitet hat. Und ja, und dann die einzigsten zwei spannenden Dinge, die ich noch gefunden habe, waren jetzt einmal der Euro-US-Dollar, der jetzt hier schön in dieser Zone einmal Liquidität aufgebaut hat und jetzt hier gerade diese Liquidität nochmal sweept. Und wenn er uns dann da heute ein Signal bekommt, würde ich mich hier auf jeden Fall bei einem Long sehen. Dann im Gold würde ich auch sehr gerne Long rein, das sweept jetzt ja auch nochmal nach oben, aber ich würde ihn am liebsten nochmal hier unten in der Zone sehen, dass er hier nochmal die Liquidität holt. Das wäre mein Favorite Entry, das wäre mir jetzt hier schon wieder viel zu hoch. Dann im Euro-Kanadischen Dollar, auch gerade sehr spannend, kommt jetzt hier runter in diese große Zone, müssen wir mal schauen, was er uns dann da bietet. Dann im Euro-Neuseeland-Dollar, wollte ich auch nochmal einen Sweep da drunter sehen und im Kanadischen Dollar, hier sieht es auch gar nicht so schlecht aus, er hat jetzt hier einige Male nach unten gesweept und wenn wir jetzt hier ein starkes Entry-Signal sehen, die nächste H4-Candle schließt jetzt hier, boah, ich muss mich das mal wieder umgewöhnen, weil jetzt wieder komplett andere Zeit, bei mir ist jetzt hier um 9, bei euch ist es schon weit am Nachmittag, aber in 13 Minuten schließt die nächste H4-Candle und das war vorhin, hatte ich gedacht, wir kriegen hier ein Entry, ich weiß nicht, ob ihr das seht, weil das sah mir ganz nach einer Liquiditätskerze aus, aber sie hat sich jetzt hier wieder zurückgebildet, daher wird das jetzt hier wahrscheinlich nichts. Aber ja, mal sehen, was der Tag noch bringt. Okay, jetzt auf jeden Fall hier on my way. Als erster Stopp wird jetzt erstmal Tankstelle sein. Dann, wie gesagt, ja, erstmal nochmal zu Ikea, weil ich brauche definitiv ein neues Sofa. Ich hoffe, dass ich da was finde. Ich habe schon mal in diesem Online-Shop nochmal geguckt. Da habe ich auch ein, zwei gefunden, die schön aussehen, aber die Preise für Sofas, heilig scheiße. Ich weiß, was ich damals in Deutschland, wo mir so meine ein bisschen einzurichten bezahlt habe. Ich glaube, das gleiche Sofa, was ich dafür hatte, ist hier einfach fast 100% teurer. Also es ist restlos gestört. Man findet kaum irgendwie, selbst die kleinsten Sofas kosten ja über 500 Euro, die ja in Europa irgendwo bei Ikea, keine Ahnung, 200, 300 kosten, aber ist ja auch klar, ist ja natürlich ein weiter Weg.
was war Ikea? Schweden, Norwegen, irgendwie sowas. Hat einen weiten Weg, aber naja, schauen wir mal, also auf jeden Fall beste Wetter. So, da sind wir. Also hier ist jetzt einmal ganz groß Ikea. Hier ein großer, so eine Art Einkaufsmarkt ist das hier. Gibt es auch bei uns, erstmal noch das Auto, ist auch zu, ist zu. Und dann hole ich mir jetzt erstmal das, auf was ich mich jetzt die letzten Wochen sehr gefreut habe. Nämlich genau danach habe ich gesucht. Jawohl. Jetzt bloß noch ein bisschen Obst und dann rüber zu Ikea. Let's go. Das war die ich auch online gesehen habe. Ich glaube, dass ich die nehmen werde, weil so viel Platz habe ich nicht, wenn ich will, aber trotzdem unbedingt so eine Ecke, sowas mit so einer Eckcouch haben, weil sonst steht hier halt jetzt nur alles so ohne die Ecken rum, beziehungsweise die anderen, die, wie nennt man das? Ja, ich glaube, man nennt es Eckcouch, ne? Das, wenn das so ein komplettes U ist, ist es dann so eine U-Couch. U-Couch, wie nennen wir das? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, die hier ist mir, glaube ich, zu groß. Ich glaube, die passt nicht unter die Treppe. Ich kann euch das nachher mal zeigen, aber ja, das wird die einzigste sein, die, glaube ich, passt. Ich gucke mal noch ein bisschen durch. Vielleicht finde ich noch eine andere, aber ich glaube eher nicht. So, also Planänderung. Ich war jetzt drin. Ich habe eine geile gefunden. 750 Euro. Hi, das ist eigentlich so eine scheiß kleine Couch. Ich kann euch die nachher mal zeigen. Aber hier in Punta Cana gibt es keinen Today-Pickup. Also nicht, kann man das nicht heute mitnehmen, sondern muss immer ein oder zwei Tage warten. Aber ich komme ja dann nicht in ein oder zwei Tagen von mir zu Hause die 4 Stunden wieder bis hierher gefahren. Da haben sie mir jetzt aber gesagt, dass in der Hauptstadt, in Santo Domingo, gibt es ein Today-Pickup von diesen ganzen Couches, weil sie da wahrscheinlich hingeliefert werden, denke ich mal. Das heißt, ich werde da jetzt hinfahren, weil ich sowieso an Santo Domingo vorbei muss. Das ist halt ein bisschen creepy, weil wenn ich jetzt nach Hause fahre, muss ich einmal so gefühlt um diese ganze Insel, um die Hispaniola hier wieder rundherum fahren und kreuze Santo Domingo eigentlich. Also eigentlich muss ich nicht nach Santo Domingo rein, weil das ist halt immer restlos Chaos da. Es ist die Hauptstadt. Also es ist wirklich immer, aber ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt losfahre, bin ich gegen Mittag, gegen Siesta bin ich sozusagen dort. Aber da ist halt immer ein bisschen chilliger, ein bisschen ruhiger. Die meisten essen Mittag und sonst was. Hoffe ich mal, dass ich besser durchkomme, weil Ikea auch noch ganz am Ende der Stadt ist. Also sozusagen genau auf der anderen Seite von dem, wo ich vorbeifahren würde. Aber naja, ich will es hinter mich haben, ich brauche die Couch und ich habe keinen Bock, dann irgendwie die nächsten Wochen da nochmal irgendwie runter nach Santo Domingo oder halt hier nach Punta Cana fahren zu müssen. Weil bei uns gibt es zwar auch einiges Hübsches, aber da kommt man preislich halt noch teurer, weil das natürlich dann noch weiter verschifft werden muss immer. So, dann bloß noch hier jetzt nochmal was holen. Ich habe auch, by the way, meine Nagelschere vergessen. Ich weiß nicht, wo die mir abhanden gekommen ist, aber ja, noch ein bisschen probieren. So, ich habe jetzt hier ein gutes Stück geschafft. Die Route ist halt echt geil hier. Bis zumindest bis nach Santo Domingo, weil erstens man fährt die ganze Zeit so richtig geil. Ich weiß nicht, ob man sie sieht durch die dunkle Scheibe. Am Meer lang, ich weiß nicht, ob es ist, glaube ich, ein bisschen besser. Und es ist halt relativ wirklich gut ausgebaut. Bis, ja, wie gesagt, Santo Domingo zur Hauptstadt. Das ist halt bis zu meiner Route nach oben so circa die Hälfte. Ja, wenn man halt wirklich, wenn nicht viel Verkehr da ist, dann hat man hier halt 3 Spuren und kann halt hier ordentlich durch, weil man muss halt schauen, weil auch viel gelasert wird auf der Route. Also immer keine Standblitz sozusagen, sondern das sind halt wirklich Polizisten an der Seite, die dich dann rausziehen. Aber die sind eigentlich immer so an relativ offensichtlichen Stellen coolen drin, wenn es irgendwie nach unten geht oder wo man halt gerne mal schnell fährt, dann da immer mal aufpassen. Ja, ich bin jetzt hier fast vor Santo Domingo. Es ist jetzt, boah, Google Maps zeigt mir schon an. Aufkommen. Also ich denke mal, das wird trotz dessen, dass jetzt Mittag ist, wahrscheinlich Chaos werden. Naja, sind mal gespannt. So Leute, ich habe es geschafft. Ich packe das jetzt alles da rein. Ich bin vorhin angekommen. Ich habe bloß meine Kamera leider im Auto liegen lassen. Jetzt, darum zeige ich euch das jetzt. Ich muss eventuell die Sitze umklappen, ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie wird es schon passen. Auch wieder so typisch Karibik, gerade war noch alles blau, da hinten ist es auch noch blau eigentlich, also man sieht ja eigentlich keine Regenwolke, aber einfach aus dem Nichts so ein Platzregen, so dass man halt fast einfach gar nichts mehr sieht. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Kamera überhaupt, ob mich überhaupt versteht, ob es überhaupt so rüberkommt, aber ich habe es vermisst, vor allem dieser geile Geruch, einfach so von Sommerregen, weil ich weiß nicht, ob jeder von euch wird das kennen, also ich
fuck, was geht jetzt hier los? Ich liebe diesen Geruch. Klar, jetzt im Sommer hat man den in Europa, in Deutschland auch. Aber das ist so ein Geruch, das ist genau dieser Geruch wie vom Rasen gemäht oder so, vom frisch gemähten Rasen. So. Das ist so geil. Ich will den Geruch nicht nur im Sommer haben, sondern ich will so einen Geruch das ganze Jahr über. By the way, das Auto, ich würde nicht sagen, dass es voll ist. Also hier wäre noch mehr reingegangen, hätte ich die Dinger hingelegt und im Mittleren sitzt auch noch rumgeflinkt. Aber auf jeden Fall jetzt alles dabei. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass diese große Couch einfach nur in diesen zwei Dingern drin ist. Also mal sehen, ob da alles dabei ist, aber ja, wenn nicht, dann bin ich halt am Arsch. So, und jetzt halt wieder, ja, fast blauer Himmel. So ist das dann halt manchmal. Ja, aber jetzt hier nach oben, das zieht sich dann halt nochmal, obwohl es halt wirklich nicht 4 Kilometer sind, aber es ist halt nach hier oben dann keine Autobahn, sondern es ist halt ja einfach nur so eine, ja, bei uns einfach wie eine Landstraße halt einfach so. Und wenn du dann hier einmal so einen LKW hast, den aber die ganze Zeit nicht überholen kannst, weil genau dann, wenn man überholen könnte, immer was von vorne kommt, dann kannst du hier für das Stück schon mal, ja, eine Weile brauchen. Einfach so geil hier mit diesen Felsen. So, hier nur Legenden kennen diese Höhle aus dem letzten Video oder vor. Nein, es war schon wieder ein paar Wochen her, das Video. Aber ich weiß gar nicht, sieht man es jetzt hier? Auf jeden Fall immer hier ein ziemlich geiler Ausblick aufs Meer. Durch die getönte Scheibe sieht es halt so scheiße aus. Aber es geht halt hier erstmal ein Stück hoch. Wie gesagt, habe ich euch in einem der letzten Videos schon mal erklärt, dass hier das Dörfchen, wo ich halt wohne, so wie so ein Gebirge halt rundherum ist, wo man jetzt erstmal nochmal eine halbe Stunde immer durchkutscht. Und hier keine Ahnung, wie das hier hochgeht, aber teilweise sind hier wirklich von unten bis nach hier oben so 3, 4, 5 Grad Temperaturunterschied. Das ist schon teilweise ziemlich krass. Das wird jetzt immer nochmal, wenn ich jetzt hier durchfilme, aber man sieht es auch hier nur komplett beschissen, aber naja. Aber das ist schon immer so jetzt hier der Endspurt. Man hat's fast geschafft. Hier sind deine Pferde. Auch noch richtige Nutztiere. Ich habe es jetzt so oft versucht, euch hier mal aufzunehmen, aber jedes Mal, wenn ich jetzt die Pferdeseite gesehen habe, habe ich die Kamera zu spät angemacht. Auch vorne auf der Autobahn waren noch 2-3 Stellen, wo ja, Kühe einfach so die Autobahn gekreuzt haben. Das ist halt komplett normal, da muss man halt echt aufpassen. So, endlich geschafft, jetzt nach über 2,5 Stunden. Ach, jetzt hier zu mir hoch, wenn ich immer ans Haus fahren will, ausladen, muss ich immer diesen Weg lang. Und dann wisst ihr auch mal, warum ich hier so ein großes Auto brauche. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so auf der Kamera rüberkommt, wie steil das hier ist, aber boah, ohne den V8 plus ja, Allrad ist das schwer möglich. Jetzt geht es hier nämlich so mega weit erstmal wieder runter. Und drüben wird es halt nochmal steiler. Jetzt habe ich ja nicht mal den Allrad gerade an, weil ich kann ihn hier an- und ausschalten. Aber hier den anderen Berg hoch. Ja, brauche ich meistens immer den Allrad, weil sonst komme ich da nicht hoch. Aber da brauche ich auch immer beide Hände am Lenkrad, weil das zieht einem mir durch diese ganzen Kerben und Löcher, die hier sind, immer ziemlich zur Seite. Ja, das nenne ich mal eine Zufahrt. So, jetzt hier alles ausgeladen, ordentlich aus der Puste und endlich zurück. Boah, ist das geil. Es geht auch immer hier oben, egal wie warm es ist, darum liebe ich es hier auf diesem Berg so. Einfach, dass hier immer so ein Lüftchen geht, das ist so geil. Ach. So, jetzt muss ich aber nochmal trotzdem runter in die Stadt. Noch 3 oder 4 Amazon-Päckchen von mir abholen, die ich jetzt vorgestern bestellt hatte. Die werden halt natürlich hier nicht bis nach Hause geliefert, weil hier gibt es keine Briefkästen oder Adressen oder sowas. Das holt mir unten einfach so eine Filiale ab und ich habe mir einen neuen Wasserfilter bestellt, eine neue Osmoseanlage plus noch ein paar andere Dinge fürs Auto. Ja, das heißt aber, das Ding macht gleich zu, daher muss ich mich jetzt noch mal beeilen. Ich lasse das jetzt erstmal alles auf der Terrasse stehen. Ja, natürlich, der hat mich ja auch vermissen, ne? Peter. Oh, ja, du kriegst nachher erstmal eine lange Streicheleinheit. Ja, mein Lieber. So, also es geht hier auf jeden Fall fleißig voran. Hier am Aufbauen. Zum Glück ist IKEA immer relativ einfach. Es gibt das Werkzeug dazu. Ich habe zwar auch einiges da. Den Wasserfilter habe ich hier auch schon aufgebaut. Mit dem muss ich mich gleich noch mal ein bisschen beschäftigen. Bloß
Boah, ich habe jetzt langsam echt Hunger. Die ganze Zeit gefastet. Und eigentlich, ja, seit gestern, dann hab ich mein letztes richtiges Essen gegessen. Das ist ja sogar schon wieder 2 Tage her, weil gestern war ich den ganzen Tag im Flugzeug. Habe ich auch nichts wirklich gegessen, außer ein paar Nüsse und hier und da. Und jetzt ist es auch schon 18:43. Ich glaube, ich werde mich, wenn ich dann gleich die Couch fertig habe, ich glaube, viel ist es nicht mehr, werde ich mich einfach, werde ich mein Motorrad rausholen. Habe ich bis jetzt auch noch gar nicht rausgeholt. Ich habe, wie gesagt, nur den Stuff hochgetragen, habe vorhin noch die Amazon-Pakete abgeholt. Werde mein Motorrad rausholen. Ich glaube, einfach irgendwo runter was essen fahren, weil ich glaube, heute noch irgendwas zu machen, habe ich keinen Bock drauf. So, dann wollen wir die mal noch auspacken und gucken mal, ob das gute Teil anspringt. Also Batterie ist auf jeden Fall schon mal da. Oh Gott, ich habe ganz vergessen, wie schwer der Kahn ist. Ah, scheiße, ich brauche hinten erstmal Luft, habe ich gemerkt. Okay. Ich habe nämlich so ein Teil zum Luft aufblasen. Er hat ein bisschen Luft verloren, okay. Ich muss mal schauen, wo hier das Ventil ist. So, hier sieht das aus. Dann gucken wir mal, was das hier genug ist. Was passiert auf jeden Fall was? Ja, er wird fest. Perfekt. Perfekt. Okay, so jetzt hätte ich fast die Kamera verloren. Wow. Okay. Jetzt sollte es auf jeden Fall passen hier. Oh Gott, es ist eingestiebt. Da kann ich morgen auf jeden Fall erstmal waschen. Okay, dann wollen wir mal, ob wir das Auto nehmen müssen. Einmal frei, wie eine 1. Als wäre ich sie gestern erst gefahren. Oh, mein Baby. Geil. Ich lasse sie erstmal kurz ein bisschen tuckern. Geil. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Pizza. Wir werden uns jetzt unten in meinem Lieblingspizzaladen einfach eine Pizza holen, ganz kurz. Ich habe echt keinen Bock mehr, heute zu kochen. Oh, ich habe es so vermisst. Ich habe es so vermisst. Was ist los? Oh, hast du eine Kupplung gezogen? Ja. Pizzeria ist genau da ganz hinten, direkt am Strand. Wie ruhig das Wasser ist. Oh, absolut Gänsehaut, ist für mich wirklich purer Gänsehaut-Moment. Mann. Drängeln wir uns hier mal vorbei? Ja, machen wir. Hier gibt es auch immer genau eine Pizza, die ich esse, nämlich die, wo ist sie? Die Dominicana. Ich habe noch keine andere probiert, aber die ist auf jeden Fall so geil, dass es eigentlich gar nicht sein muss, dass ich irgendwie eine andere probiere. Ja? Weil so ganz kleine kann man so reingucken noch, während er die Pizza ja macht, kann man rumlaufen. Ganz gemütlich. Ansonsten, wenn wir kurz Position checken, läuft hier die Position im S&P auf jeden Fall soweit. Wir waren ja wieder kurz im Drawdown, haben ja Liquidität geholt und jetzt zieht er hier wieder sehr schön an. Das heißt, wenn er jetzt hier klar drüber bricht, würde ich dann auf jeden Fall wahrscheinlich morgen früh oder vielleicht heute noch. Ich weiß nicht, wie lange ich wach bin die nächste H4-Candle, schließt das in 2 Stunden. Würde ich auf jeden Fall meinen Stop of Break-Even ziehen. Wie gesagt, die anderen Märkte hatte ich jetzt heute kaum im Blick. Ich habe immer mal die Position jetzt hier verfolgt. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall ab morgen wieder angreifen, nachher noch mein Setup aufbauen. Wie gesagt, die Couch steht jetzt auf jeden Fall soweit. Koffer muss ich auch noch auspacken, anderen Stuff noch auspacken. Aber morgen sollte ich da auf jeden Fall wieder ready to go sein. Und dann gucken wir da auf jeden Fall mal weiter. So, Pizza Dominicana ist halt einfach nur bester Schinken, Mais, Käse. Mehr ist es nicht.
Ja, die lasse ich mir jetzt aber sowas von schmecken. Die habe ich mir heute verdient. So Leute, ich bin auf jeden Fall schon wieder unterwegs. Ja, es ist jetzt, keine Ahnung, was ist jetzt? Es ist 8.57 Uhr. Erstmal ein bisschen was einkaufen, weil ich habe wirklich nichts mehr da, großartig. Vor allem kein Kaffee, das ist ganz wichtig. Kaffee und halt Pasta, vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen Obst. Irgendwas zum Mittag. Und ja, werde dann vielleicht heute Abend oder so nochmal einen größeren Einkauf machen, wo ich dann alles hole, was ich so brauche. Vielleicht mache ich es auch jetzt, wenn ich Lust habe. Aber eigentlich habe ich jetzt schon Bock, mich wieder an die Charts zu setzen. Ich habe vorhin gerade bloß unsere Position im S&P verfolgt, aber da ist ja nichts weiter passiert. Der Paum baumelt da immer noch irgendwo an diesem High rum, hat es auch noch nicht durchbrochen. Ich kann es euch dann gleich nochmal kurz zeigen. Hat es auch nicht durchbrochen, weil sonst habe ich ja, wie gesagt, würden wir dann sehr wahrscheinlich unseren Stop auf Break-Even ziehen. Und ja. So Leute, ich habe gerade gesehen hier, der hier ist zu verkaufen. Eieiei. Also wenn das nicht mal nach einem Auto aussieht. Ich habe mir die Nummer auf jeden Fall gerade schon mal dokumentiert. Ich werde den auf jeden Fall mal anhauen, was da für die Karam will. Das ist natürlich ein Upgrade. Also wenn du hier davor stehst, dann ja, ciao. Mittlerweile jetzt hier schon wieder nächsten Tag. Ach Gott, meine Haare. Gestern ist nicht viel von mir gekommen oder nicht mehr viel passiert. Ich hatte einfach den Jetlag des Todes. Also zum Glück bin ich irgendwie früh aus dem Bett gekommen. Ich habe schon gemerkt, irgendwas ist komisch. So ein paar leichte Kopfschmerzen. Aber ich dachte mir, okay, es geht. Hat der früh was gemacht? Ich glaube, das letzte, was ich gefilmt hatte, ist ja, als ich zum Einkaufen bin. Ich habe zum Glück einiges eingekauft gehabt, weil als wie ich den Einkauf dann hochgeschleppt habe hier zu mir. Boah, ich bin einfach auf die Couch gefallen und ich habe keine Ahnung, wie lange durchgepennt. Erstens mega Kopfschmerzen. Ich kam gar nicht mehr klar, war so schwindelig. Ich will nicht sagen, dass es wegen der Zeit ist. Damit habe ich eigentlich nie ein großes Problem gehabt. Da gewöhne ich mich eigentlich schon mal relativ schnell dran. Aber diese Luftfeuchte ist ja halt gerade so extrem hoch. Und wenn du dann halt aus Europa kommst, aus ein paar Wochen Europa hierher kommst und dann direkt jetzt in Anführungsstrichen so einen Stress hast wie ich mit dem Autofahren da und da, wenig Schlaf. Boah, ich glaube, das hat mir gestern den Rest gegeben. Das heißt, ich habe gestern einfach nur gechillt. Ich habe mich dann ausgepennt, obwohl ich eigentlich die ganze Nacht richtig gut geschlafen hatte. Und bin dann abends einfach nur zum Strand, habe mich ins Meer gelegt und einfach genossen, weil das Wasser ist wirklich so warm wie eine Badewanne. Das ist so geil. Und ja, habe mich einfach gecrowned und abends ging's. Ich habe mir dann noch was Leckeres zum Abendessen gemacht. Aber bin auch früh ins Bett gegangen. So, habe heute jetzt schon einiges, ich hoffe, man versteht mich überhaupt hier wegen dem Wind gerade, einiges geschafft heute. Heute früh unseren Live-Call in der Community. Wir haben uns heute von Daniel das System angeschaut. Der hat auf Basis von Fair Value Gaps und unserem Williams Flow Indicator ein ziemlich geiles System gebaut gehabt. Das haben wir heute gebacktestet. Ich habe ihm ein bisschen Feedback gegeben, wie er das System oder wie ich das System verbessern oder wie ich es angehen würde, das System zu verbessern, sage ich es mal so. Dann habe ich unsere Backtesting Session für das HT-System aufgenommen und jetzt zum Stuff abgearbeitet. Ich habe euch geantwortet, unseren Support abgearbeitet. Da war einiges angefallen gestern. Und ja. Muss jetzt aber oder werde jetzt runterfahren in die Stadt, weil ich brauche zwei neue Pflanzen. Also ich will einmal nochmal so ein, Palmschilf, wie auch immer haben, nämlich neben die Couch, das zeige ich euch dann, will ich eins stellen. Und ich brauche für draußen, da vorne für die Ecke, das kann ich euch dann auch zeigen, noch was. Das heißt, ich werde zu Chucky fahren, ist tatsächlich immer ein Dominikaner, der lebte, der war eine Zeit lang in Deutschland tatsächlich. Heißt, er spricht auch ein bisschen Deutsch und er hat die besten, also er hat so einen riesigen Garten. Ich guck mal, ich weiß nicht, er hat hier zwei Filialen. Einmal bei sich zu Hause, direkt am Haus, hat er wirklich einen riesigen Garten, so wunderschön. Und einmal in der Stadt, ich weiß nicht, wo er ist, ich werde ihm gleich mal gucken. Kann ich das gerne mal ein bisschen filmen. Und zusätzlich zur Couch brauche ich auf jeden Fall auch eine neue Waschmaschine. Also die Couch habe ich jetzt. Nach der Waschmaschine werde ich mich dann auf die Suche begeben. Wir haben jetzt einige Elektrogeschäfte eigentlich. Aber muss halt schauen wegen Qualität. Es gibt eigentlich schon zwei, drei Läden, die wirkliche Qualität haben. Der Rest ist alles nur irgendwelcher China-Billigmüll. Jetzt natürlich auch was haben, was einigermaßen hält. Und dann werde ich mich dann nochmal schlau machen und da eventuell eine bestellen. Weil ich habe keinen Bock, die hier zu mir hochzubuckeln. Wenn, dann lasse ich mir die von denen liefern und auch anschließen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Waschmaschine angeschlossen, keine Ahnung. Ja, ich glaube, es ist zwar nicht so schwer, aber wenn man es halt machen lassen kann, dann lasse ich es lieber machen.
Und ja, das sind so meine zwei To-Dos für heute. Und ansonsten dann später auf jeden Fall noch an den Strand gehen. In die Charts gehen wir auf jeden Fall dann auch nochmal, dass ich euch die Rest, die eine Position zeige. Wie gesagt, da ist jetzt leider die Woche nicht viel passiert. Ich sehe das ja dann ganz einfach, dass es halt dann auch mal bei mir so easy sein kann. Ich habe kaum Zeit, trotzdem haben wir die Woche Geld verdient. So sieht das hier bei Shaggy aus. Er hat ja auch einen, ich weiß nicht, was ist das, ein Amarok mit deutschem Kennzeichen. Und er hat jetzt hier an seinem Haus so einen riesigen Garten. Auch hier so ein paar Teiche, Teichs, was ist die Mehrzahl von Teich, ich weiß es nicht. So, also folgendes passiert. Ich glaube, dass jetzt gerade, wo ich bei Shaggy war, die Kamera irgendwie nicht mehr aufgenommen hat, weil die andere angezeigt hat, überhitzt. Ich weiß nicht, was da los ist, weil eigentlich hat die Kamera hier nie Probleme gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass der Akku fast alle ist, weil eigentlich habe ich vorne am Ladegerät gehabt, aber wahrscheinlich hatte ich die Steckdose nicht an, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war Shaggy natürlich nicht bei sich zu Hause, sondern war in seinem anderen Garten, den er hier mitten in der Stadt noch hatte, bin ich da angefahren und habe da jetzt ja, so eine schöne Palme, wie ich schon habe, gefunden. Und die werde ich jetzt holen. Natürlich, dafür habe ich jetzt das Auto geholt, weil ja, auf dem Motorrad ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und dann werden wir die jetzt einsacken. Und ja, ich muss mal schauen, ob er noch irgendwie einen schönen Blumentopf oder sowas da hat. So wie es aussah, war die in keinem Blumentopf. Ja, mal sehen. So, ich habe die jetzt eingesackt, aber die haben nicht ganz reingepasst. Erstmal habe ich mir jetzt das komplette Auto hinten eingesaut, weil dieser Topf nicht seitlich reingeht. Also die eine, die linke, die hat irgendwie gepasst, aber die rechte ist so groß, ich muss diesen Topf hier rausmachen. Da habe ich jetzt keinen Beutel oder sowas gehabt, weil normal mache ich immer einen Beutel dann um die Erde, dass mein Auto halt nicht zu dreckig wird. Oh, ich glaube, ich habe mir den ganzen Dreck ins Gesicht geschmiert. Aber ich hatte keinen Beutel dabei, das heißt, ich habe jetzt hier diese, ich glaube, das sieht diese Folie, die ich mir eigentlich, ich bin so dumm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die man sich auf die Scheibe macht, damit die Sonne halt nicht so ins Auto reinblendet, habe ich jetzt da drunter gelegt, dass mein Auto nicht ganz so eingesaut wird, aber ich glaube, es ist trotzdem so viel Erde abgefallen, dass ich das wahrscheinlich morgen erstmal aussaugen darf. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall bei über 30 Grad, die jetzt bis auf meine Terrasse zu buckeln. Und dann noch nach einem Blumentopf Ausschau zu halten. Vielleicht stelle ich mir die auch erstmal so in diesem komischen Blaster-Untertopf und gehe dann morgen auf die Suche. Ich mal schauen, weil ich hätte jetzt echt Bock bei dem Wetter, ja, auf Strand. So sieht das hier auf jeden Fall aus. Jetzt, ihr mal seht, von hier hinten drinnen. Ich habe hier nur diese Folie drunter gelegt und das liegt jetzt halt einfach so. Und ich sehe es schon durch die ganzen Huckel, wie viel Sand, wie viel Dreck da liegt. Oh. Dislike, absoluter Dislike. So, zwei habe ich jetzt schon oben. Aber jetzt guckt euch das an. Mal sehen, wie weit ich es mit dem Besen hier rauskriege. Ansonsten fahre ich nochmal zur Tankstelle und versuche das größtenteils rauszusaugen. Dieser scheiß Napf muss auch noch hoch. Oh. So, besser wird es auf jeden Fall nicht, dafür, dass ich nur einen Besen hatte, ist es ganz okay. Ich muss dann noch die Klappe runter machen. Und ja, ich fahre dann einfach nochmal zum Aussaugen. Ich habe hier schon extra nur so ein Brett hingetan, damit das hier nicht auf diesem Stoff immer ist. Aber ja, jetzt muss aber dieses Kackding noch hoch. Ich glaube, das wiegt auch locker nochmal 20, 25 Kilo oder so. Das muss noch innen rein. Na dann. Es gibt doch nichts Besseres als Gartenarbeit bei so einem Wetter. Also die sind jetzt hier oben, den muss ich jetzt aber noch mal richtig eingraben und der andere, den habe ich ja sowieso ohne Topf hier transportiert. Den Topf habe ich jetzt hier. Ich sehe beide mehr aus wie ein Schweine. So Leute, sie stehen. Ich habe zum Glück noch Erde unten gehabt. Ich konnte es leider nicht aufnehmen, weil diese Kamera hat anderen angezeigt, dass sie überhitzt ist. Ich habe keine Ahnung, was die für ein Problem hat, aber mal irgendwie ist auch dieser Modus vollkommen komisch eingestellt. So ist besser. Ja, auf jeden Fall, sie stehen. Ich brauche dann bloß noch Blumentöpfe. Ich werde trotzdem den einen jetzt schon die eine reinräumen. Die andere, ja, die Kamera bricht hier echt andauernd ab. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, muss ich noch mal schauen, wo ich die hinstelle. Vielleicht hier in die Ecke, die habe ich jetzt zurück. Ich habe jetzt auf jeden Fall die eine hier drinne bei der Couch schon stehen in der Ecke. Muss ich mal schauen. Vielleicht packe ich die große auch hier hin, weil hier habe ich halt nach oben Platz. Da oben steht nur mein Stand-Up-Paddel. Da oben, da wollte ich mir noch ein bisschen was einrichten, auch so eine Chill-Ecke, einen Schreibtisch da hochpacken. So, jetzt hier nochmal auf dem Weg zum Strand. Das ist auf jeden Fall einfacher, im Wasser sich abzuwaschen, dieser ganze Dreck, als in der Dusche.
ist immer so eine tricky Sache, ob die im Sand stehen bleibt oder nicht. Manchmal muss man was drunter tun, aber hier sieht es auf jeden Fall gut aus. Ah, verhältnismäßig ist heute echt viel los. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir heute auch einen Sonnenbrand geholt, wo ich vorhin diese ganzen Blumen runter an den Strand getragen habe. An den Strand sage ich schon, ja, ich habe absolut den Sonnenstrich in meinen hochgetragen habe. Ah, geil. Ja, es ist minimal eine Abkühlung. Also ich glaube draußen, wir haben 30 Grad und das Wasser könnte, wenn ich schätze, ich denke mal so 28 haben. 28. Ja, ich bin wegen von 27, 28 oder sowas. Also es ist schon Badewannen-like, aber es ist zumindest eine Abkühlung um ein paar Grad. Ich weiß nicht mal, ob die Kamera wasserdicht ist, ich glaube aber nicht. Oh, ist das geil. Das nenne ich mal Strand. Jetzt noch irgendwas Kaltes zu trinken, aber an das habe ich nicht gedacht, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, weil ich dann noch eingeladen bin bei einem Kumpel zum Grillen. Und da fahre ich auch noch mal ein Stück. Das heißt, ich werde jetzt hier noch kurz chillen, mich vielleicht noch mal kurz an den Strand legen und dann schon zurückfahren, mich duschen, was anziehen und dann werde ich schon losmachen. Ich freue mich auf jeden Fall. So, also ich bin jetzt auf jeden Fall soweit ready. Ich habe jetzt hier gerade noch ein bisschen gelesen, neues Buch angelesen. Also es ist bisher sehr spannend, wie Gefühle entstehen. Eine neue Sicht auf unsere Emotionen. Lisa Feldman-Barrett. Ja, ansonsten jetzt hier natürlich mega chilliger Vibe. Wenn irgendwas Grünes um mich rum ist, ich liebe es einfach nicht. Für umsonst wohne ich ja auch hier mitten im Dschungel. Und jetzt auch wieder draußen dieser Sonnenuntergang. Ich weiß gar nicht, fokussiert das in irgendeiner Art und Weise, wenn das auch nur halb so geil rüberkommt, wie es halt aussieht, immer mit diesen ganzen Wolken. Und dann hier drüben mit dieser geilen Musik. Ich weiß nicht, ob man die hört oder ob es die Kamera rausfiltert. Den Grillen natürlich, die dürfen nicht fehlen. Und dieses ein bisschen kalte Lüftchen, ah, ist so geil. Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin schon gezeigt habe, aber ich habe die Palme jetzt auf jeden Fall hier drunter gequetscht. Ich habe keine Ahnung, ob das schlimm ist, dass die hier oben wirklich an dieser Decke aneckt. Also wenn es bei euch da Pflanzenkenner gibt, auch by the way, Peter, was machst du denn da schon wieder? Ja, also für die Kamera. Jetzt hier mittlerweile Sonntag. Heute schon einiges erledigt. Es ist jetzt 14.41 Uhr. Ich habe heute den ganzen Tag gebacktestet bisher. Bin auch gar nicht so spät aufgestanden. Zwar nicht viel Schlaf bekommen, aber ist Nebensache. Das geht auf jeden Fall mal einen Tag fit. Ansonsten habe ich jetzt gerade hier ein bisschen was gelesen und werde dann gleich nochmal, denke ich, an den Strand fahren. Eigentlich wollte ich mich heute noch um die Blumentöpfe kümmern, aber habe ich heute irgendwie keinen Bock drauf. Es ist heute ziemlich warm und geht nicht so ein geiles kleines Lüftchen, sage ich mal, wie gestern. Aber ja, das ist ja auch so ziemlich das Geile hier, sage ich mal, am Lifestyle als Trader, dass du halt einfach jeden Tag entscheiden kannst, worauf du Bock hast und das mehr oder weniger machen kannst, was du willst. So, wenn du jetzt einen Tag Bock hast auf Gartenarbeit, dann machst du einen Tag Gartenarbeit, so wie gestern. So, keine Ahnung, ich mag das, es ist ja auch kein Problem, zum Beispiel solche Themen wie ich habe einen Gärtner hier, so den könnte ich das natürlich alles machen lassen, die Pflanzen hochschleppen lassen und sonst was, aber irgendwie feiere ich das, keine Ahnung, ich finde das cool, im Garten selber ein bisschen was zu machen und nicht alles machen zu lassen, so wie ich habe ja natürlich auch einige Kumpels, die haben ihr Haus alles einrichten lassen, alles machen lassen, aber ich finde, wenn man alles machen lässt, hat man irgendwie so keinen Bezug, also ich fühle mich dann nicht wie so heimisch, sage ich mal. Also es ist dann wie, als ob ich halt einfach nur in so einem Airbnb bin, in irgendwie so einem Hotel. Klar kann das gemütlich sein, aber ich habe dann nicht so diesen Bezug, ja, hier fühle ich mich wohl, das ist mein Zuhause, hier kann ich runterkommen, hier kann ich abschalten, whatever. Es ist dann nicht das Gleiche, wenn man selber viel selber gemacht hat, sage ich mal. Da mache ich das auch sehr, sehr gerne. Wie gesagt, auch, dass ich dabei einfach abschalten kann, ein bisschen runterkommen kann, ein bisschen überlegen kann, nachdenken kann. Teilweise kommen mir dabei auch immer ziemlich geile Ideen. Und natürlich ist es natürlich auch Training, logisch. Da ich ja gestern nicht im Gym war, ich gehe erst morgen wieder,
Hat das natürlich auch mir dann die Karte gepasst. Und ja, ich hatte euch auf jeden Fall gesagt, wir gehen auch nochmal, wenn ich es hier kurz aufmache, Bus Trading View hat sich hier gerade aufgehangen, nein, hier. Wir gehen ja auch nochmal ganz kurz in die Charts und gucken hier unsere Position an. Das ist jetzt hier noch unsere Position im S&P auf jeden Fall. Die ist noch offen und sieht soweit halt auf jeden Fall auch noch stabil aus. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein neues High gemacht. Ich denke mal, ich werde dann heute Abend, ich werde mir die Zone, muss ich mir auf dem Laptop gleich nochmal anschauen, ob ich hier wirklich auf Break-Even ziehe. Weil mir gefällt es jetzt halt nicht, wie er hier jetzt so schnell nach oben gepusht ist und hier diese Ineffizienz halt offen gelassen hat. So, das heißt, es kann sehr gut sein, dass er hier nochmal runterkommt und wenn wir jetzt auf Break-Even ziehen, dass er uns dann ausstoppt und dann weiter nach oben zieht. So, das ist jetzt halt ein bisschen dumm. Trotz dessen, dass wir jetzt halt, wie gesagt, fast auch hier durch die Zone durch sind. Aber wie gesagt, ich schaue mir die ja gleich auf dem Laptop nochmal genauer an. Aber ansonsten läuft die Position soweit auf jeden Fall. Und ja, ihr seht es halt auch, dass die Woche halt absolut nicht viel mit Trading zu tun gehabt. Oder was heißt nicht viel, aber wenn ich es gegenrechne zu den Wochen, was ich sonst teilweise an den Charts hänge oder am Backtesten bin, war es die Woche natürlich gar nichts. Klar, mein Flug, die Reise her, einiges zu tun gehabt, diesen, jenes, dann hat es mich diesen einen Tag komplett, ich sag mal, rausgescheppert. Aber so ist es halt manchmal. Und das Geile ist halt, wie gesagt, als Trader, man kann es sich erlauben. So. Es wirft dann nicht komplett aus der Bahn. Es ist dann halt einfach so. Man nimmt sich dann halt frei, man nimmt sich raus und macht halt einfach das, worauf man Bock hat. Und ja, setzt dann halt einfach nächste Woche oder die übernächste Woche wieder an. So. Das ist ja dann im Endeffekt scheißegal. Weil man halt auf niemanden angewiesen ist. Das Einzige, was man halt braucht, ja, ist der Markt. Der wird nie aussterben. Kauf und Verkauf wird immer existieren. Plus ein Laptop und plus Internet. So am besten ein Starlink wie ich hier. Mehr braucht man halt nicht, um dann Geld zu verdienen. So, jetzt hier mittlerweile am Strand. Ah, ist das geil. Zum Sonntag irgendwo an den schönen ruhigen Strandpflanzen, wo kein Mensch ist, mit einem geilen Buch, was Leckerem zu trinken. Ich habe mir ein bisschen Obst eingepackt und werde mich jetzt genau hier in den Schatten unter diese wundervolle Palme setzen und ja, hier ein bisschen den Wind genießen. Da hinten sind ein paar Kiter. Ich gucke denen immer sehr gerne zu. Ich finde das sehr geil und faszinierend, wie hoch die teilweise springen können. Also das will ich vielleicht auch mal irgendwann noch lernen, aber ich muss erstmal meine... Ja, viele von euch haben es auf Instagram mitbekommen. Ich versuche gerade, oder was heißt ich versuche, ich lerne gerade richtiges Surfen, also Wellen surfen. Ich glaube, dass mir das irgendwie mehr Spaß macht als dieses Wind- oder Kitesurfen. Da braucht man mir zu viel Ausrüstung, weil fürs Wellenreiten braucht man einfach nur ein Board und fertig. Und ja, ich glaube, dass damit zu starten erstmal besser ist, als wenn ich dann auch da noch gleichzeitig versuche, auf so einem Board zu stehen und dann noch irgendwie so einen Schirm bzw. den Segel zu balancieren. Ja, by the way, auch hier mal dahinter ist dann immer absoluter Dschungel. Manchmal nehme ich mir auch die Machete mit, weil hier, dass hier überall liegen, hier überall Kokosnüsse, die hier runterfallen. Da muss man auch teilweise echt aufpassen, wenn man sich unter eine Palme legt, dass hier keine großen irgendwie locker sind, weil hier ohne, also no joke, sind echt schon einige Leute gestorben, weil sie unter so einer Palme sich das bequem gemacht haben und dann so voll so eine fette Kokosnuss da auf den Kopf bekommen haben. Und dann nehme ich manchmal halt die Marete mit, sammle hier Kokosnüsse mit einem Strohhalm und dann ja, lasse ich sie mir auf jeden Fall schmecken. An der Stelle soll es das jetzt hier auf jeden Fall für das Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder einen geilen Einblick in meinen Tag geben, mit durch mein Leben nehmen. Konntet einiges lernen in Sachen Trading, auch wenn wir die Woche nicht ganz so viel an den Charts waren. Ja, und ich konnte euch zeigen, dass ich genauso ein Typ wie ihr bin. Ganz normal, wenn ich das schaffe, so ein Lifestyle zu leben, dann könnt ihr das auch, also könnt ihr das erst recht. Ich bin einfach nur ein Typ, der gelernt hat, die Märkte zu decoden, in den Märkten Mustern zu finden und ja, auf diesen Mustern Trading-Systeme zu bauen und mit diesem Trading-System Geld zu verdienen, beziehungsweise über Fremdkapital sich Kapital zu beschaffen, eine Menge Kapital zu beschaffen und ja, einfach nur mit kleinen Schritten, mit kleinen Prozenten, nicht zu gierig, nicht zu hektisch, nicht zu schnell, nicht dieses immer ja schnell, schnell und jetzt sofort, sondern ja, mit Geduld das Ganze aufzubauen und dann ja, seht ihr, was halt bei rauskommt, was entspringen kann und wie entspannt, wie chillig euer Leben werden kann, wie ich jetzt hier schon oft drauf eingegangen bin. Ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, an der Stelle, es lohnt sich absolut. Also gebt auf gar keinen Fall auf. Wie gesagt, wenn wir euch irgendwie weiterhelfen können, unten ist immer unsere WhatsApp-Nummer verlinkt, wo ihr uns jederzeit schreiben könnt, wenn ihr hier unseren Kanal abonniert habt. Also lasst auf jeden Fall an der Stelle ein Abo da, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, vor allem auch einen Kommentar. Wie gesagt, diese Life of a Trader-Videos sind für mich sehr aufwendig.
vom Schneiden her und weiter die ganzen Daten sammeln, das auf zu übertragen. Dann sind die Videos relativ groß, die brauchen ewig zum Hochladen, ewig zum Rendern und so weiter. Und sind jetzt auch nicht die Videos, die am besten ankommen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Leute, die die Videos schauen, sag ich mal, auf jeden Fall die sind, die am meisten vorankommen, die auch viele von uns aus der Masterstudie daraus extrem, extrem viel ziehen und extrem viel, viel mitnehmen. Und daher mache ich es auf jeden Fall gerne, wenn ich damit auf jeden Fall einigen Leuten weiterhelfe. Und ja, dann wie gesagt, meldet euch sehr gerne, wenn ihr irgendein Problem habt. Und je nachdem, wenn ihr das Video seht, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen geilen Abend, einen geilen Tag. Wie auch immer, wir hören uns spätestens im nächsten Video.